Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren kleinen Quiz von Vlesk. Ich war wieder mal zu Gast bei Vlesk und wollte das Ganze wieder mal hochladen, denn es war ein unglaublich schöner Abend und vielleicht bekommt es der ein oder andere von euch nicht mit und alleine deswegen lohnt es sich schon, dieses Video hochzuladen, selbst wenn es nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die gegebenenfalls andere Videos bekommen würden oder wenn viele von euch es bereits schon kennen. Es gibt immer noch einen kleinen Teil, die es nicht gesehen haben, die es nicht bei Vlesk gesehen haben, die es nicht live gesehen haben und für die ist das Video goldrichtig. Es gab wieder ein Gaming-Quiz, Brainlag. War es diesmal Brainlag? Ja, es war Brainlag, so heißt das Quiz bei Vlesk. Es tut mir so leid. Und das ist das dritte Mal, dass ich teilnehme. Es war so lustig. Ich habe Tränen gelacht. Waren sehr gute Formate bei, sehr gute Ideen. Schaut es euch einfach an. Genießt es einfach. Es geht super lang, aber es lohnt sich. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalassen würdet. Es gibt auch wieder bald ein Quiz von mir. Das DBD-Profi-Quiz kommt noch. Und natürlich viele weitere und andere Formate kommen auch noch auf euch zu. Deswegen habt viel Spaß bei dem Quiz. Supportet gerne meinen Channel, ich würde mich tierisch freuen und ja, genießt es einfach. Es war ein unglaublich schöner Abend und ich bin froh, den hier verewigen zu können. Ja, es gibt ein paar neue Sachen. Aber im Prinzip ist es... Der Stream war nur 3 Stunden bezahlt. Im Prinzip ist es... Ich mal durch. Im Prinzip ist es ein Quizformat, bei dem gebuzzert wird. Im Regelfall ist es Jeopardy-Style-Board, aber nicht die Art von Frage bei Jeopardy. Also im Endeffekt haben wir ein Board. Ihr wählt der Reihe nach irgendwelche Kategorien und Fragen. Die haben einen bestimmten Punktewert. Wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, kriegt ihr den vollen Punktewert auf euer Konto. Wenn ihr die falsch beantwortet, kriegt ihr bei den meisten Fragen, das ist nicht bei allen so, aber bei den meisten die Hälfte an Punkten abgezogen. Sprich 600 Punkte, falsch beantwortet, minus 300. Ich werde am Anfang jemanden von euch auswählen, der die erste Frage pickt. Danach geht's Reihe um. Ansonsten gibt's auch dazu zu sagen, dass ihr neben euren kleinen Bildchen 2 Joker habt. Die könnt ihr jederzeit benutzen. Das eine ist eine Kaffeepause. Damit könnt ihr jemanden aussetzen lassen, eine bestimmte Person, jederzeit, während eine Frage noch nicht offen ist. Aber das klärt sich dann eh alles. Zweiter Joker ist, bevor eine Frage aufgeht, macht ihr den an. Kriegt ihr, falls ihr die nächste Frage richtig beantwortet, doppelte Punktzahl. Ist auch relativ wichtig. Ihr habt den für beide Boards, wir haben hier nicht nur ein Board, sondern ein zweites, ja, 50 Fragen, jeden Joker jeweils einmal. Bei den meisten Fragen habt ihr einen Buzzer, funktioniert so, dass ich Frage normalerweise vorlese und dann anzeige, damit ihr nicht schnell lesen oder langsam lesen könnt. Wenn Frage vorgelesen wird, könnt ihr schon buzzern, ihr solltet aber mal darauf warten, dass die Frage vollständig vorgelesen ist, ansonsten... Na, manchmal kommt ein bisschen was dazu und Antwort ist dann noch nicht ganz klar. Wenn ihr falsch buzzert, verliert ihr Punkte nach, weiß ich nicht, 5 bis 10 Sekunden normalerweise. Ihr habt nicht so lange Zeit zum Antworten. Wenn man einmal falsch gebuzzert hat, ist der Buzzer gelockt. Andere Leute können noch buzzern, aber ihr dann kein zweites Mal. Ist wie gesagt, super, super simpel und klärt sich im Spielverlauf. Sowieso eine Frage habe ich noch zu volles Risiko. Du hattest gesagt, bevor ihr die Frage beantwortet, bevor ich die Frage kenne oder erst wirklich, wenn ich sie beantworten will? Genau, Joker werden, das haben wir beim letzten Mal auch immer so, Joker werden angemacht, während die Frage noch nicht offen ist. Ja, sprich, okay. Während ihr dieses Board hier seht, könnt ihr einen Joker ziehen. Das ist noch nicht im System drin. Sprich, ihr müsst mir sagen, okay, ich benutze meine Kaffeepause auf Dalukart, der macht nächste Runde nicht mit im Endeffekt. Ja. Aber Joker aber, nur, wenn ihr das Board seht quasi. Ich weiß, die Frage kam schon mal, aber ich habe vergessen, was die Antwort war. Darf man die Kaffeepause noch schnell reindrücken, wenn jemand anders gerade volles Risiko genommen hat? Dann nicht, nee. Ein Joker pro Kaffeepause, stacken geht, aber die beiden Joker mixen, das geht nicht. Okay. Jawohl. Ja, ich denke, wir fangen einfach an. Wäre, glaube ich, ganz cool für die Leute, die zugucken, vorher noch zu wissen, so was ihr so gezockt habt, ne? Weil viele Sachen sind nicht super aktuell. Paul hat schon gesagt so. Dalu ist normalerweise, glaube ich, so ein Nintendo-Mann, ne? Ja, so, also eigentlich alles. Ja. Aber so Nintendo, da ging es halt so mit los, ne? So Game Boy, Nintendo, Super Nintendo. Und deswegen, da sind die meisten Erinnerungen noch so hängen geblieben. Martin, wo siehst du dich so am ehesten? Super alte Spiele jetzt eher weniger. Ich habe mit der PlayStation 2 damals erst angefangen. Da hink ich wahrscheinlich ein bisschen hinterher. Bei mir sind es größtenteils so Aufbau- und Survival-Spiele und solche Sachen. Vielleicht habe ich da ein bisschen Nischenwissen, was die anderen nicht so haben. Bin ich mal gespannt. Max, gibt es bei dir irgendwas, wo du gar keinen Plan von hast? Nee, ich habe gezockt, da wart ihr noch flüssig, aber ich habe das Format noch nicht verstanden. Also wenn ich was weiß, dann buzzer ich, oder? Ja. Super, gut. Es ist, wenn der Buzzer, der hat normalerweise verschiedene Farben. Wenn er rot ist, kannst du nicht buzzern.
Wenn er blau ist, kannst du buzzern und antworten. Wenn er grün ist, bist du dran. Okay, machen wir eine Testrunde? Wir können eine Testrunde machen, ja. Ich habe sogar eine Testfrage vorbereitet. Pass auf. Wir können einmal gucken. Frage geht auf. Twitch Prime ist kostenlos. Mehr aber ist falsch. Mehr kostenfrei. Das ist absolut richtig, Salo. Gratulation, 0 Punkte. Aber Testfrage bestanden. Sorry, zu viel Prime Kutscher Gaming ist absolut mehr kostenfrei. Das ist richtig. Kostenlos. Okay. So. Ganz kurz, bevor wir starten. Ich wollte noch immer ganz offiziell sagen, lieber Chat, war schön mit euch. Ich mache euch jetzt aus, damit ihr nicht vorsagen könnt. Ne? Wollte ich nochmal ganz offiziell hier ankündigen. Und dann kann es eigentlich losgehen. Genau, mit Chat ist immer ein bisschen leicht. Sprich, ihr solltet wahrscheinlich Chat schon zumachen. Chat darfst du auch den ganzen Abend nicht mehr aufmachen, weil man sich blamiert hat. Also man will das gar nicht mehr wissen. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Max und Dalu haben es ja jetzt gesehen. Wie sieht denn das aus, wenn ich weiß, dass ich richtig gebuzzert habe? Weil ich fand mich unglaublich schnell am Buzzer, aber ich war anscheinend überhaupt nicht dran. Kann mich Flo gerne verbessern, aber der Buzzer müsste grün werden, wenn du dran bist. Ah, okay, grau heißt. Aber ich rufe dich auch gerne auf, wenn du dran bist, damit du nicht irgendeine Antwort vorsagst. Alles klar, danke. Jawohl. So, wo hab ich hier den... Ich versuche die ganze Zeit die Belichtung meiner Kamera hier einzustellen, aber es will nicht. Geht schon los. Okay, wir fangen mit Marty an. Marty, du kannst mir gerne die erste Frage durchgeben. Was sind das für Kategorien? Was zur Hölle ist ein Teamoji, bitte? Tetris, kannst du dir denken? Find's raus. Ich erklär's dir, sobald die Frage das erste Mal aufgeht. Ja. Bei Schnappschuss, ich wähle Schnappschuss für 300. Schnappschuss, da weiß ich, was jetzt hart rein. Für 300. Alles klar. Schnappschuss ist relativ easy. Ihr seht einen Screenshot aus einem Game. Sobald ihr den Screenshot seht, könnt ihr buzzern und ihr sagt mir, welches Spiel das ist. Ich will den genauen Titel, ne? Ich will nicht nur irgendeine Franchise im Normalfall. Ich sag's meistens vorher dazu, wenn die Antwort irgendwas anderes sein sollte, aber ich will schon den genauen Titel und nicht einfach nur eine Franchise. Erster Schnappschuss, erster Screenshot, den ihr von mir kriegt, ist der hier. Risk of Rain 2. Das ist die erste korrekte Antwort. Das ist natürlich Risk of Rain 2. Ich dachte mir, als ich den Screenshot gesehen habe, so, ja, es sieht ein bisschen aus, könnte vielleicht so ein bisschen aussehen wie Breath of the Wild 2. Ich hatte erst Risk of Rain 2 so gesehen, gesagt und dann, es könnte sein. Nee, Risk of Rain 2, absolut richtig. War die erste Frage und du bist auch direkt mit der nächsten. Krasser Shit, Alter. Ich will Teamoji 200 sehen. Teamoji 200. Okay, dann machen wir das mal auf. Das kam neu dazu. Und ich hoffe, es funktioniert. Hat vorhin funktioniert. Bin gespannt. Teamoji 200. Zack. Ihr seid jetzt gerade in Teams angeteilt worden. Ich spiele jetzt quasi zusammen. Zum einen Hanno und Marty und zum anderen Dalu und Paul. Funktioniert folgendermaßen. Soll ich die Emoji-Tastatur verwenden? Ich wollte gerade sagen, wie mache ich die Emoji? Ihr müsst die Emoji-Tastatur verwenden. Zum einen was? Marty und zum anderen Paul. Ich erkläre euch kurz, was es ist. Ihr habt Fragezeichen über den Köpfen. Marty und Paul kriegen jetzt gleich einen Videospieltitel. Oh mein Gott. Können dann in Emojis beschreiben, welches Game sie sehen. Oh mein Gott. Max und Dalu sehen nur die Emojis und müssen wiederum das Game erkennen. Okay, Emoji-Scharade. Moment, aber Paul, das heißt, du hast eine Emoji-Tastatur bei dir und Martin auch? Jeder hat Windows-Taste und Punkt ist eure Emoji. Ich habe Emoji in meinem Leben noch nie eine Emoji-Taste. Alter, ich lerne hier was. Windows, das ist geil. Was passiert, wenn ich das drücke? Wo wird die angezeigt? Du musst ins Textfeld klicken. Ja. Wir probieren das einfach mal aus, ja? Das ist relativ simpel. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nie einen Rechner benutzt. Was zum Fick, Emoji-Tastatur? Ich copy-paste die Dinger immer. Ihr könnt keine Buchstaben und keine Zahlen benutzen bei dem Ding. Versucht nicht zu schummeln. Versucht einfach über verschiedene Emoji den Videospieltitel zu geben. Ach du Scheiße. Geil, konnte ich euch allen was beibringen, außer Chris. Ihr seht jetzt den Titel und könnt eure Emojis eingeben. Und ich schreie einfach, ja? Nee, du hast ein Textfeld und du schreibst, sobald du die Emojis siehst und denkst, du hast die Antwort, Ich hab das gerade in meiner OBS-Szene gesehen, was das die Lösung ist. Ich muss das gerade mal kleiner machen.
Nee, das stimmt ja auch. Also du siehst quasi... Es war sehr zeitversetzt gerade bei mir im Browser. Du siehst den Titel und du musst jetzt in Emojis quasi beschreiben, was du... Minus Punkt, ne? Richtig. Okay, das ist einfach. Okay, aber man kann nicht suchen, das ist ja super anstrengend. Man muss hier sich hier durchscrollen. Du kannst tatsächlich einfach tippen. In Deutsch, glaube ich, bei dir, wenn es Deutsch angestellt ist. Und dann kriegst du das Ding normalerweise. Okay, das ist einfach. Ja. Wie schreibt man den? Ich glaube so... Ich kann nicht. Es kommt jetzt an, ja? Okay, ihr habt alle eingeloggt. Ja, weil Enter drücken kann ich auch nicht. Müsst ihr auch gar nicht. Das sieht man. Okay. Wann kann ich volles Risiko machen? Jetzt nicht mehr, nur während du das Board siehst, nicht wenn die Frage schon offen ist. Ah, okay. Okay, ich kann, glaube ich, locken für euch. Ich wurde nichts mehr drücken. Ja, jetzt rot. Ich kann. Perfekt. Guck mal, was ihr gesagt habt. Wir haben auf beiden Seiten die Emojis hier. Ne? Das ist eine Spinne und ein Mann. Auf beiden Seiten auch Spider-Man. Sprich, alle haben recht, 200 Punkte. Yeah. Alle vier. Wow! Und Max hat sogar richtig geschrieben. Ich möchte ganz kurz sagen, Spider-Man mit Bindestrich schreiben. Ich habe noch eine Frage. Wer als Paul die Emojis eingetippt hat, ich habe natürlich das Emoji am Ende gesehen, aber vorher stand da Spinne. Dann kam das Spinn-Emoji. Dann stand da Mann und dann kam das Mann-Emoji. Ah. Also, tatsächlich wollten wir das so machen, dass man. Dass Paul quasi erst einloggen muss, was er schreibt. Sprich, sucht am besten nicht. Wir tippen nach dem Emoji, sondern einfach in diesem Ding. Okay. Könnt leider dann halt nicht reinschreiben. Ja, okay. Ich habe auch eine Frage. Wir scrollen beim nächsten Mal. Alles klar. Ich habe auch eine Frage. Jawohl. Hier geht es ja auch unter anderem um Rechtschreibung. wenn man da jetzt nicht so ganz... Also wie ist das bei der Punktevergabe, wenn man jetzt zum Beispiel Spider-Man falsch... Es wurde schon gesagt, hätte. Ist das richtig, der Schiedsrichter entschieden. Das war in den ersten Folgen ja, aber streng, ist ja auch erst haben sich erste alle Leute immer beschwert. Andauernd haben sich die Leute beschwert, weil ich sehr streng war und normalerweise nicht zwischen ablassen. Ich fände das super. Wenn ich als Richter quasi erkenne, dass der Sinn der Antwort irgendwie gegeben war... Ich wollte auch gerade noch umschreiben, aber dann hat Vlesk einfach gelockt, ohne einen Countdown zu setzen. Also ich hätte einen Bindestrich und so. Hab ich auch gesehen, deine Finger sind schon bei der Tastatur gewesen. Klar. Nee, es stimmt, es liegt aber auch an mir. Es gibt, glaube ich, auch einen Bindestrich. Ja, eben, ich hatte halt Spider-Man gesehen. Also, und nicht Bindestrich. Ja. Aber die sind raus, ja, das will ich ja gesagt. So. Ich finde, wenn, dann sollten wir über diese Dinge am Anfang diskutieren. Ja, ich verstehe, ja. Sollten wir machen. Ist richtig. Wir sind bei Paul. Nächste Frage, bitte. Okay, ich hätte gern Ohrwurm 300. Ohrwurm 300. Oha. Ja, Ohrwurm ist relativ easy. Bitte lass es ein Halo-Sound sein. Wir haben vorhin einen Tech-Check gemacht, hat Ohrwurm aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert. Ihr hört jetzt gleich eine Sekunde, drei Sekunden, fünf Sekunden von irgendeinem Videospiel-Theme. Also. Und ihr könnt jederzeit buzzern und mir den Titel davon sagen. Ach, Theme. Machen wir jetzt kurz nochmal. Ihr hört alle vernünftig, Der Buzzer Sound. Ihr könnt übrigens unten in den Settings einstellen, wie laut das bei euch sein soll. Ja! Also, dass das die Ohren rausschießt, stellt das gerne um. Sehr gut. Hätte ich vorher dazu sagen können, ne? Aber ihr habt einen Regler dazu. Kann ich mir selber eine Kaffeepause geben? Du kannst dir selber eine Kaffeepause geben. Okay, klar. Ich wollte es nur wissen für die Zukunft. Ja. Seid ihr ready für die erste Sekunde? Eine Sekunde? Kriegt eine Sekunde, ja. Naja, verstehe. Ja, bin ich. Okay, gut. Well. Ja, bin ich raus. Ja. Moment, ist es... Oh. Well. Ist es... Well. Scheiße, wie heißt denn das Spiel? Mach weiter, drei Sekunden. Hä? Oh. So, auf Anfrage geht mehr. Nee, es kommt immer danach. Ja, ihr kriegt immer zwei Sekunden mehr quasi. Ihr kriegt drei. Well, Cuphead. Cuphead. Ja. Sie sagen es ja literally, ne? Naja. Well, Cuphead and his Pelmug Man, they like to roll. Klar, es ist Cuphead. So das hieß es. Ich habe, glaube ich, immer eine Cuphead-Frage mit bei und die ist diesmal direkt raus. Ja. Aber ist ja jetzt zum Beispiel jetzt nicht der korrekte Titel gewesen vom Spiel. Ich merke schon. Als er gesagt hat, Cuphead, kam bei mir schon an, was er meint. Doch. Okay, aber weil du ja vorhin meintest, bitte den korrekten Titel des Spiels. Naja, manchmal sind wir da genau. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Age of Empires 7 haben will und du sagst mir 6, ist halt falsch.
Ne? Oder wenn du einfach nur Age of Empires sagst und ich will genau 7 haben, will ich halt 7 haben. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber. Ja, Cuphead nicht 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, durch natürlich. Die. Teamoji-Runde von vorher kriege ich jetzt immer die Hälfte von allen Dalu-Punkten, oder? Nee. Schade. Absolut nicht. Okay. Alle Punkte kriege ich. Gut. Ist richtig. Auch okay. Max, gib mir bitte die nächste Frage. Ja, geh mal nochmal rein. Oder, nee, warte mal. Was haben wir? Synchronsprecher 600. Synchronsprecher 600. Ist relativ ähnlich. Also ist wieder eine Frage, bei der ihr hören müsst. Ihr hört diesmal aber nicht ein Theme, sondern einfach ein Videospielcharakter sprechen. Und ihr sagt mir bitte den originalen Synchronsprecher. Ja, in meisten Fällen ist es Englisch tatsächlich. Ja, Buzzer Deutsch, Lara Loft, was? Wenn ihr Deutsch gespielt habt ihr vielleicht manchmal ein Problem. Moment, aber was sagen wir, den Charakter oder das populäre Spiel? Charaktere. Character oder das Spiel? Das Spiel. Oh. Könnte man natürlich auch den genauen Charakter geben, kriegt na, aber keine Bonuspunkte dafür. Wenn es nicht sein muss, wenn es nicht sein. Sehr gut. Ja, Englisch. Kriegt ihr nicht eine 3 und 5 Sekunden, ihr kriegt hier den kompletten Clip übrigens. Könnt ihr jederzeit buzzern. Mit Bild? Nein. Das würde mir helfen. Ja. Da hätte ich auch gut gefunden. Did I ever tell you what the definition of insanity? Das ist Far Cry 6. 3. Erste Antwort gilt, oder? Ja, es ist gut die Kurve gekriegt. Das ist das Ding ist, Far Cry 6 hat tatsächlich ist ein DLC, wo er nochmal ist. Also es gilt beides. Das stimmt. Aber es gilt nicht beides. Sinn. Far Cry 6 hätte nicht gezählt. Far Cry 3 ist absolut richtig. Stark. Sehr, sehr gut. Und du bist, glaube ich, auch direkt wieder mit der nächsten Frage dran. Hey, das war viel zu stark gerade. Das war wirklich gut, ja. Das war beeindruckend. Man muss erstmal versuchen, rauszufinden, wo man sich bewegt. Aber Definition of Insanity ist auch recht bekannt von ihm, der Spruch. Die Definition des Wahnsinns. Das ja, ist ja, es ist schon richtig. Dafür muss man Far Cry 3 dann auch gespielt haben. Gespielt haben, ja. Das stimmt, ja. Ich hätte auch Far Cry sagen können, aber nicht welcher Teil. Da wäre ich komplett verloren gewesen, glaube ich. Wäre das auch gegangen? Nee, aber da braucht man schon den genauen Titel, oder? Ja. Okay. Aber hast du ja gemacht. Test mal Tetris 200. Weiß ich, was das ist. Ja, Tetris 200 sind normale Buzzer-Fragen. Kriegt eine Frage von mir vorgelesen. Ihr könnt jederzeit buzzern und gebt mir im Idealfall eine richtige Antwort. Falsche Antwort gibt es 50% vom Wert an dieses Punkt. Und für 200 Punkte würde ich gerne von euch wissen, wer Bowser im The Super Mario Brothers Film spricht. Irgendwer Berühmtes, so viel weiß ich. Ist es der Neue, ne? Das ist, ja. Das ist der Neue. Richtig, der jetzt dann rauskommt. Ich weiß nicht, ob er Bowser spricht. Hast du auch so, das sind nur 200 Punkte. Hast du Brotato-Fragen auch vorbereitet? Jack Black spricht ja eine Rolle, der muss Bowser sprechen, yeah. Oder? Jack Black muss Bowser sprechen. Ja. Ich weiß. Chris Pratt. Was? Spricht Mario, Jack Black. Okay, ja. Das ist richtig. Ich dachte auch. Moment, aber wen spricht dann Jack Black? Spricht der Mario? Nein. Ja, da gibt es sehr, sehr interessante Picks, ne? Aber Jack Black ist Bowser und deine Antwort ist absolut richtig. Stark. Sehr gut. Dalu. Synchronsprecher 200. Synchronsprecher 200. Okay, selbes Prozedere. Hört einen Charakter, vielleicht auch zwei oder drei. Gib mir einfach den Spieletitel durch. In dem Fall reicht mir Franchise. In dem Fall brauche ich keinen genauen Titel. Gib mir einfach Franchise. Ui. Subi. Das ist die Simpsons. Nein, nur ja. Ich war eine Millisekunde zu spät. Warum ist der grau? Warte mal, ein bisschen rein. Der da Anfang war ich ist ultra bisschen, verwirrt. Ja, gerade irgendwie neue Larry-Teil oder so. Ich dachte erst, was das für ein Hentai-Shit ist, erkannt habe. So. So. Ariana. Hey. Nee, das ist absolut richtig. Es ist Sims. Stark. 100 Punkte. Oh, aber was machen die Sims da gerade, frage ich mich. Das waren einfach zwei Frauen im Gespräch und so, aber die klingen halt immer ein bisschen. Nein, das war doch, die haben doch geflirtet, oder nicht? Die haben ich wusste halt, dass ich Sims drin habe. Find bei YouTube irgendeinen normalen Clip, wo Sims miteinander sprechen. Es war schwierig. Aber 200 Punkte für Paul.
Und ich glaube, da gibt es mir auch die nächste Antwort. Nee, die nächste Frage. So. Ja, ich, weil ich es so gut fand, Timoji 500, bitte. Bitte nicht, ich will nicht Timoji. Ich Timoji 500. Ich hab schon wieder vergessen, was das war. Naja. Oh. Zack. Ach ja, die Scheiße. Ja, ja, macht Spaß. Ja, richtig. Aber mit wem bin ich jetzt in einem Team? Bin ich jetzt mit Dalu in einem Team? Oder ja, wie? Richtig. Du bist diesmal okay. Mit Dalu in einem Team. Das ist immer random. Und wir sollen diesmal so durchsuchen, ohne reinschreiben, ne? Das kann aber ein bisschen länger dauern sollt, dann. Das kann ein bisschen länger dauern, aber ihr habt auch Zeit. Also ihr habt nicht nur 10 Sekunden, so lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, ist nicht so wild. Es gibt ja auch wir haben Dalu diesmal an der Emoji-Tastatur. Das müssen wir beim nächsten Mal auch irgendwie im Overlay einblenden. Und Max an der Emoji-Tastatur. Marty, es tut mir so leid, ne? Das wird und richtig das schlecht. Das Spiel, nee, das ihr das. Jetzt in Emojis beschreibt, ohne dass ihr Buchstaben, Zahlen und irgendwelche Sonderzeichen benutzt oder so. Mit einer Katastrophe. Ist das hier. Okay. Windows-Taste, Punkt. Ja. Ich muss noch warten, ne? Ja, du musst noch warten, Ja, ja. Kannst mir das auch per WhatsApp in welcher Emoji-Kategorie ja, in welcher? Finde ich das, was ich vor Augen habe? Da bin ich ganz bei dir. Ah, ich glaube, ich bin nah. Ja. Enter? In welcher? Nein, ich habe aus. Also ich habe jetzt eine Sache. Lass mich noch durchgucken, Martin. Ich muss wissen, was für Emojis es gibt. Aber, also ich habe jetzt was und muss ich da irgendwie Enter drücken, damit das angezeigt wird, oder? Nee, mir wird was angezeigt. Du kannst natürlich auch mehrere benutzen, ne? Du hast jetzt nur eins. Ich dachte, das schicke ich erstmal ab und dann das zweite, okay. Moment, die sind schon hintereinander da. Also Marty und Paul sehen schon, was ihr schreibt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Darf ich schon antworten? Oder muss ich noch warten? Ist noch nicht gelockt. Ihr könnt auch jederzeit natürlich schon reinschreiben. Also ich sag und sag dir, wenn Ende ich okay, fertig bin, ja? Ich zähle am Ende runter. Okay. Also du kannst schon raten. Also entspannt. Du kannst schon so ran, aber ich bin noch am Arbeiten, ja? Ich guck, ob ich was Besseres finde. Jetzt weiß ich nicht mehr, was du meinst. Okay, dann hast du recht. Dann nehme ich doch mal lieber vielleicht das da raus. Wo ist das? Die Küchen-Emojis? Da hätte ich jetzt, glaube ich, an was anderes gedacht bei den Symbolen, die du jetzt hattest, da. Ich habe was Besseres gedacht. Ich brauche. Nein, jetzt ist es weg. Sagen, ich bin noch am Suchen. Warte. Jetzt ist es weg. Es ist nicht so einfach. Ich möchte gerne einloggen. Das ist doch. Ey, jetzt habe ich was. Vielleicht. Geht es nicht auf Zeit? Paul sieht schon. Nee, alles gut. Paul sieht schon, was du gemacht hast. Also besser geht's nicht. Ich hab's. Martin, es liegt an dir. Besser geht's nicht. Wirklich, das ist so krass, was ich gerade gemacht habe. 15 Sekunden habt ihr. Ich wusste nicht, dass es dieses Emoji gibt. Timer läuft und am Ende des Timers können wir nichts mehr schreiben. Das ist ja wohl offensichtlich, Martin. Jetzt schwenke ich ein bisschen Nein, an. Das ist nicht offensichtlich, was? Paul, du weißt ja schon, was es ist, ne? Also, Martin. Ich glaube schon, ich weil das zweite Emoji ist Ingame-Grafik. Hä? Wie Ingame-Grafik? Was ist denn das für ein Vieh? Was für Ingame-Grafik? Das ist ja, also bei mir sieht es voll krass aus, das Emoji. Es ist eingeloggt, ja? Es ist eingeloggt. Aber Martin, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass wir nur kurz Zeit zum Antworten haben. Es tut mir leid, ich dachte, ich hätte Zeit zum Tippen. Ja, irgendwann muss der Teil mal laufen, so. Aber also, es ist natürlich. Nee, ich darf ja gar nichts sagen. Du darfst gar nichts sagen. Ich halte meine Fresse. Ich löse meinen Gedankengang gleich auf. Okay. Dalu hat Folgendes hier reingetippt. Bin so offen. Ja. Daran erkennt man es doch, hä? Das sind Dalus Emojis. Hey, nur was sagst du? Das sind die von Max. Bin ich auch gut. Warte mal, wo sehe ich die jetzt? Also, ich weiß sie ja, aber. Im Overlay, ne? Wenn du das Overlay auf dem zweiten Bildschirm oder so offen hast, dann siehst du ja quasi über den Kameras, was Dalu reingemacht hat. Antwort von Marty war. Ich dachte, das Ding da hinten wäre ein Vampir. Was soll denn das darstellen? Ist das eine Taucherbrille? Das ist ein Superheld. Ich will Paul wissen, wie mein Emoji aussieht. Absolut richtig Loop Hero erkannt. Ja! Sehr gut. 500 Punkte. Oh mein Gott! Kann ich bitte noch mal ganz kurz meine Emojis sehen? Ich habe jetzt das Overlayers an. Und das, ich will das wissen, wie es bei euch aussieht. Über deiner Kamera. Sorry, Mann. Das ist doch insane. Nee, ich kenne halt Loop Hero nicht. Ich hätte das gar nicht erkennen können. Und deswegen meinte ich, dein Kämpfer sieht aus wie Ingame-Grafik. Das meinte ich deswegen. Ja. Das ist ein Emoji. Also ja, ich wusste nicht, dass es das gibt. Dass du da Loop Hero erkannt hast, holt mich komplett ab. Das ist eins der wenigen Spiele, was ich alles durchgesuchtet habe jetzt. Geil. Ja, guck mal, Nischenwissen hier, ne? Nischenwissen. Game of the Year. Ich hab's auch sehr viel gespielt, aber wenn ich Max Emojis gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie an Nidhogg oder so gedacht.
Ja, nee. Nee. Ich dachte fair, to be fair, aber dann macht das erste Emoji halt keinen Sinn. Ja, ich wollte halt diesen Loop Hero geht immer im Kreis. Also, er hatte doch das Kreis-Emoji. Also bei mir war es ein Kreis. Ja. Vollkommen richtig. Ich find's auch einfach. Also wer sowas abliefert, ist sofort erraten. Loop Hero war schon, ich glaube, Loop Hero war schon nicht leicht. Habt ihr gut gemacht? So, und Max gibt mir, glaube ich, die nächste Kategorie. Tetris 600. Ja, er geht immer die 600 durch. Alter, wieso eigentlich? Ja, warum nicht? Hätte ich euch übrigens vorher sagen müssen, mach ich jetzt, ja? Bin gut vorbereitet. Letzten 5 Fragen auf diesem Board geben doppelte Punkte. Sprich, ist schon immer. Aha. Da müsste ich 600 richtig, wenn man wählt, aber. Ist weniger Druck. Verstehe ich, finde ich gut. Welche Kategorie? Tetris. Ich bin voll aufgeregt, Tetris, ich habe schon mein ganzes Wasser leer getrunken. Ja, Mann. Okay, ich bin bereit. Das ist ja gut. Frage ist nämlich gar nicht so leicht, glaube ich. Ja, für 600. Für Matteo vielleicht? Ich will mich wissen, wie Halo's Master Chief mit Vornamen heißt. Angelika, keine Ahnung. Ja, was? Kann man das nur wissen, wenn man die Serie geguckt hat, oder weiß man das auch mit den Spielen? Ja, das ich hatte keine Serie. Ahnung. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Es hatte eine eigene Serie, ja, die habe ich auch plötzlich immer entdeckt. Komm, Henno, wir machen das hier, ne? Komm, High Five. Wie? Hä? Das High Five der Ahnungslosen. Ja! Dann könnt ihr euch alle High Fiven, weil es nicht so aussieht, als irgendjemand von euch planen hat. Was ist, wenn ich jetzt was Falsches sage? Dann kriegst du die Hälfte der minus Punkte ab. 300. Kann ich einen Joker nehmen? Du kannst einen Joker nehmen. Achso, nee, Quatsch. Nicht. Wir haben ja kein es gibt ja kein Risiko. Kein Risiko. Du kriegst da von mir aber einen Timer. Ich behält gerne einen Telefonjoker auch. Samus. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne meinen Grundschullehrer anrufen, danke. Was? Ein Grundschullehrer? Der war einfach Halo-Junkie. Ist das nicht so das Klischee, was man so wer wird Millionär so machen? Darf ich noch raten? War es John? Vorbei, ne? Ich möchte sagen, es war John. Ich hätte Jack oder John, hätte ich irgendwas mit J. Ein kurzer Name mit J. Jake ist es nicht. Ich habe das vor 16 Jahren gespielt. Aber John ist es. John 117. Ja. 117 wäre mir egal gewesen. John hätte ich gebraucht. Oh lol. Warum er John heißt, also, ne? Ist aber ja mega random, der Name. John. Das Problem ist, wenn ich gepasst hätte, hätte ich Peter gesagt. Wäre ich voll die gute Frage, wie der Master Chief heißt. Dann google ich so, steht einfach so John auf Google. Ich so, hä, die verarschen mich doch. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt, aber er heißt wirklich John tatsächlich. Ja. Na gut. Ich hab's jetzt gespielt, da war ich 14. Die muss ich ja noch wegmachen. Das war zum Konfirmanden-Freizeitseminar. Da habe ich Halo gespielt auf der Xbox. Na Mann. Ja, gutes Spiel. Martin. Nächste Frage wieder. Boah. Ohrwurm 600. Ohrwurm 600. Ihr habt quasi keinen Bock drauf, dass die 600 Fragen sich verdoppeln. AAA. Songs, ne? Weiß ich auch. Ja, aber vielleicht würde da jetzt Potato kommen, das wäre jetzt so heftig. Das ist ja auch so ein da nice jetzt Potato, ne? Ja, das wäre jede Frage. Das wird safe von meinem Potenzial, ne? Gespielt. Ich muss nur wissen, wann. Für die Frage. Schrödinger ist Potato. Solange die Frage nicht offen ist, könnte es Potato sein, tatsächlich. Ja. Ich spiele die erste Sekunde ab. Alter, ich würde sofort. Mann, wenn es nicht eine 600er Frage wäre. Es kann ja jedes epische Spiel sein. Weißt nee, es ist Halo, wir wissen es doch alle. Ich habe Halo vor 16 Jahren gespielt, nochmal. Ich spiele mal 3 Sekunden für euch ab, ja? Alter, ich will es einfach nur sagen jetzt. Es ist Halo. Es ist. Nee. Es ist absolut nicht Halo. Das ist falsch. Verdammt. Hm? Ja, wissen wir alle. Aber es kommt selten vor, dass ich dasselbe Spiel zweimal in so ein Quiz reinmache. Was nicht heißt, dass es nicht passieren kann. Moment, was nicht heißt, dass es nicht passieren kann, ist schon ein paar Mal vorgekommen. Aber es ist immer unwahrscheinlicher, denke ich. Also bisher war das einfach. Ich gebe euch direkt 7, ja. Wir skippen mal 5. Das ist. Da Moment, kommt noch mehr als 7? Kommt noch mehr als 7? Oder? Ja, 10. Es kommt noch mehr, okay. Ja, die Trommel ist wichtig, ne? Ja.
10. Nee. Es ist Avatar, das Spiel. Weißt du, das ist... ja, okay, nee, das darf ich nicht verraten vorher, aber niemand von euch scheint Ahnung zu haben, deswegen kriegt ihr einen Timer von mir. Ah ja, dann weiß ich es vielleicht, warte. Und unter Druck funktioniere ich besser. Ja, gut, ja, gut, ja. Gut. Oh, noch 6. 5. Ich kann nicht sagen, dass in meinem Chat wusste niemand, was es ist. Boah, eine krass. Person. Oh, krass. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Weiß nicht, ob man damit rechnet, aber das hier ist South Park. Was? No fucking way. Doch. Ich dachte, Anfang, wir stehen im Tempel der Zeit. So ein bisschen. Ja. So, und auf einmal kommt Trommel. Ja. Und dann muss ich wissen, ob aber ich das ist schon sehr nah dran an Halo. Es gab dann sowas wie Grand Strategy, irgendwie sowas wie Humankind oder so, wo man so ganze Epochen durchgeht. Oder so oder Empire oder Earth oder so, ja. Ja, weil ich hab das. Den Song aufgemacht, so ja, gute 600 Punkte Frage, gute 600 Punkte Frage. Da kommt niemand drauf. Gar keinen Fall. Sehr gut. 300 Minuspunkte für Paul. Ja, dafür aber. Darf er mir nicht die nächste Frage geben? Das ist. Nee, Marty, es ist nicht Dalu, müsste es diesmal sein, ne? Aber du gehst rein in so ein Quiz mit dem Gedanken, das kann mir keiner beantworten. Das finde ich schon ein bisschen fies jetzt. Okay, ja. Wir müssen richtig. Jetzt. Timoji loswerden. Wieso denn? Wir müssen Timoji 600, weil ich muss jetzt raten, wenn es immer abwechselt. Vor allem das letzte Mal. Es ist immer random. Mist, es ist random. Gut, aber bis hier wäre ich on board gewesen. Ne? Timoji 600. Alles klar. Ah, ich muss erklären. Ich auch. Okay, genau, wir haben Max und Paul an der Emoji-Tastatur. Okay. Martin und Dalu raten. Und das hier ist das Spiel, das ich haben will. Ich will den genauen Titel und nicht nur Franchise. Easy. Richtig. Genauen Titel, okay. Yes. Oh. Moment, mir fehlt. Das ist schon mal ein Hinweis, das ist schon mal gut. Da. Geht schon mal in eine Richtung. Oh, ich weiß es. Oh, warte. Das wird gut. Wir haben wie viel Zeit haben wir? Ihr habt schon ein bisschen Zeit. Okay. Ist das schon fertig? Ja, theoretisch ist das schon fertig. Kannst du, also, es gibt ja ein bisschen mehr. Kannst du so ein bisschen mehr pushen? Hä, wo ist denn der? Warte, ich guck nochmal. Was sind das für ein bisschen Eingrenzen? Hä? Oh! Ich und Dalu singen auch selbe Emote. So, und dann kommt noch. Ich darf aber gar keine Fragen stellen oder so, ne? Gar nicht um ein kleines Game, großes Game. Nee. Darf ich eine Frage an den Kommentator stellen? So. Suchen so, wir auf. Ein genaues Spiel oder reicht das Franchise? Wir suchen nee, genaues nee, ich will, Spiel. Ich will das genaue Spiel. Das warte, genaue! Ja, ich kenne mich halt mit dem Genre-Spiel so gar nicht dann aus. Dann hilf ne? mir doch noch ein bisschen, um auf das genaue Spiel zu kommen. Die Emoji-Grundlage ist nicht gegeben für einen. Ich guck also den genauen Titel durch. Willst du. Hat das Spiel irgendwelche Memes, die man darüber sagt? Ist das für irgendwas bekannt? Vielleicht kann man darüber. Ja. Ja, Paul, hast du gehört? Die Frage von den anderen, was ist denn mit Memes? Digga, ich kenne keine Memes dazu. Mann. Es ist ja eine 600er Frage. Es darf ja nichts allzu Bekanntes sein, wahrscheinlich. Ich darf ja nicht mal das Emoji benennen, was ich suche. Wisst ihr, was ich meine? Das also, Paul, dir fällt aber nichts pain. Ein, was du da noch zumachen könntest. Das alleine würde mir schon helfen. Dir fällt nichts ein? Genau, alles, was ich dazu machen würde, wie würde ich, glaube ich, auf ein anderes Spiel. Ja, okay. Das zweite Emote ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, das ist ja ein bestimmtes. Ja, sehr gut. Aber dann die letzten Emotes. Ich verstehe nicht, wie die zum zweiten dazu passen, weil ich kenne keine Spiele, die in beide Richtungen. So, dann denk mal nach. Doch. Ja. Ja, warte, ich mach's nochmal deutlicher. Ja. Pass auf. Emoji-Schreiber muss zum Ende kommen. So, und dann kriegst du. Ja, ich bin jetzt gleich fertig. Moment. So. Gibt es irgendwas? Nee, warte. Besser. Eigentlich ist es so. Paul, ich sag dir, wir haben ja noch einen Timer. Es gibt so vielleicht? Zwei Spiele, die so für mich in Frage kommen. Und du könntest vielleicht noch was dazu machen, was mir sagt,
es ist das oder es ist das. Ne, ich kann dir... machen, aber das muss dann in 15 Sekunden passieren. Oh, jetzt geht's los. Pass auf, ich mache was hin. Ich bin bereit, ich habe noch 8 Sekunden. Was nicht dabei ist, sozusagen. Ach so, geil. Damit es zum Ausgrenzen, ja? Wir haben noch 2 Sekunden, mach nichts. Ach so, ne, wir sind gelockt. Wo ist es? Ich hab mich am letzten Emote aufgehangen, es tut mir leid. Gelockt. Das aktuelle letzte? Ja, das aktuelle letzte. Das ist doch ein, oder? Ja. Sagen wir euch mal an, was ihr getippt habt. An Emojis. Ja. Das ist einmal das hier und einmal das hier. Da fehlt ja die Hälfte. Da fehlt die Hälfte. Okay, aber ich sehe eine Ziellinie und eine Ampel bei Henno. Also ich kenne Spiele mit Polizeiautos, aber die da rennen fahren. Ja, und das hier sind die Antworten. Aber einmal Autobahn-Polizeisimulator und einmal Need for Speed Most Wanted. Jawohl! Was?! Es war, glaube ich, relativ offensichtlich, dass es nicht GTA ist. Das ist doch andersrum. Das war der kleine Bait. Need for Speed Most Wanted. Wie ist denn eine Ampel Need for Speed? Ach so, weil die das Rennen anfangen. Paul, genau so was wollte ich auch haben. Hätte ich eine Ampel genommen oder eine Pistole, dann hätte ich es bei Ampel Need for Speed, bei Pistole GTA. Hier, der Track läuft da. Genau. Und Pistole hatte ich gefunden und das war das, was ich als letztes machen wollte. Hätte man einfach noch irgendwie ein Größerzeichen irgendwie vor das Polizeiauto machen können für Most oder so. Das war... Ja, wir dürfen ja keine Sonderzeichen. Ich habe erst Need for Speed gehabt, dann sagt Paul, ich mach noch was dazu. Polizeiauto. Okay, Most Wanted. Lustigerweise waren die Emojis von Max waren sogar ein bisschen akkurater, fand ich so. Also, ja, fand ich, aber ich hatte... Wenn man weiß, wie sind die gut. Wenn man weiß, wie sind die gut. Also bei Paul war es Autobahnpolizeisimulator. Bei Paul war wirklich Autobahnpolizeisimulator. Ich war bei Paul die ganze Zeit bei GTA, auch noch so mit diesen 4 Sterne oder so. Aber er hat halt nie eine Pistole GTA, Aber er hat nie eine Pistole dazu gemacht. GTA mit 6 ist ja. Ne? Ich habe die ganze Zeit ein Polizisten-Emoji gesucht, wo ein Typ so ein Polizist steht. Egal. Aber das Auto war ja, eh besser. Ey, ich meine haben geklappt. Also alles gut. Ja, war eine 600er Frage, ne? Auch nicht einfach. Das stimmt. Paul. Ja, komm, damit wir es los sind. Schnapp schon 600. Das war richtig. War übrigens mein erstes Let's Play. Erstes Let's Play. Da kommt der Name von dir, oder? Autobahn-Polizeisimulator? Nein, das war mein letztes. Danach habe ich. Ja, ich dachte mir, es muss ein unbekanntes Spiel sein. Ich dachte, so ein Kacksimulator könnte hinhauen. Paul, sorry, hast du mir also eine Frage gegeben? Also abgesehen vom Geno-Video. Ja, Schnappschuss 600. Pass auf, was du sagst, weil sonst... Na gut, ist egal. Es gibt Entwickler, die sprechen einen dann auf einer Branchenparty darauf an, warum man das Spiel so durchbeleidigt. Da musst du aufpassen mit dem Wording, Martin. Das können sie gerne machen, das ist okay. Das passiert. Mal gucken, ob ihr über das nächste Gaming was zu sagen habt. Kriegt einen Screenshot von mir. Sagt mir bitte, welches Spiel dargestellt ist. Screenshot. Ist hier. Oh! Man sieht's. Hä? Dead Stranding? Aber mir fällt der Name nicht. Ich spiele halt immer so Kackspiele. Nicht? Da steht doch Fragile. Absolut richtig. Ja. Absolut korrekt. Das ist die Dusche im Compound. Die Dusche im Compound. Dieses Overlay da rechts, finde ich. Ich hätte Walking Simulator gekannt. Ja, Walking Simulator hätte ich vielleicht auch zählen lassen. Da hätte ich das Spiel erschließen können. Nee. Aber ich war erst verwirrt, weil die Qualität so. Also ich dachte, ich habe der Svenny gesagt, dann dachte ich mir so, oh fuck, ist vielleicht doch ein Retro-Game, aber doch, da steht der Fragile. Das ja, war vielleicht ist das Screenshot, den ich mir rausgezogen habe, einfach scheiße so, aber ne, Spiel ist richtig. 600 Punkte für dich. Stark. Und Max gibt mir den nicht stark. Ich bin voll aufgeregt gerade, ne? Ich weiß nicht, warum. Tetris 600. Tetris 600 haben wir schon gemacht. 500. 500 können wir gerne machen, ja, das geht. So. Einfach nochmal dieselbe Frage. Vielleicht ist eine Anno-Frage von mir, wie ich alle Anno gespielt habe. Ja, ja, klar. Alter, 1702. Paul, das ist mein Fachgebiet. Gib mir eine Kaffeepause, sonst hole ich die. Ja. Welches exakte... Nee, das ist falsch geschrieben. Welche exakte Jahreszeit? Jahreszeit? Jahreszahl. Genau, das haben wir falsch reingeschrieben. Welche exakte Jahreszahl müsste im Titel eines Anno stehen, welches im 14. Jahrhundert spielt? Aber da muss man ja rechnen können. Ich war sehr verwirrt. Warte mal, das war doch immer. Steht. Ich hab wahrscheinlich falsch reingeschrieben. Das war doch immer die gleiche Summe, ne? Wenn man die addiert hat. Scheiße, ist schon vorbei. Hä? Ja. Es müsste 1404 sein, weil die Quersumme ist immer 9. Richtig, ja.
Und 1404. So gibt doch auch 1404, oder? Ja, bei der Quersumme war ich mir jetzt nicht sicher. Aber es stimmt doch. Nee, 14. Jahrhundert. Oh. Aber ach, 14. Ich, Jahrhundert, ich schmuck. Aber ich weiß, ja, dann, aber ich weiß 14. Jahrhundert. Warte. 13.05. 14. Jahrhundert. Fix, Mann. 13.05 ist absolut richtig. Krieg ich die Hälfte? Tut mir leid, aber 14. Jahrhundert ist 1300 bis... Also 1301, glaube ich, bis 1400. Und das gibt doch die Hälfte. Vor allem, ich erkläre es auch noch für den nächsten, ne? Geil. Oh, das ist aber auch gemein. Das, also ich weiß es ja eigentlich, dass das richtig ist, ne? Da denkst du ja nicht dran in dem Moment, ja. Alter. Oh. Denkt man nicht dran. Wir haben alles gesagt, was ich wissen muss. Aber 1404 gibt es ja. Ja, bitteschön, bitteschön. Okay. Ich wollte es dir nicht zu so einfach machen. Ich dachte, 1305 ist fiktional. Ich war mir nicht sicher, welche Quersumme das war, ob 8 oder 9. 9. Ja, es ist immer die 9, die heilige 9. Genau, 9 ist richtig. Jetzt werde ich geflamed, weil Anno voll mein Game ist. Ich kann den Chat schon sehen. Oh boy, oh boy. Quersumme 9 ist richtig. Normalerweise ist die dritte Zahl eine 0. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist 2070, weil 2007 wahrscheinlich ein bisschen langweilig gewesen wäre. 1305 war korrekte Antwort. Dalu kriegt 500 Punkte und... Marty gibt mir den nächsten Fall. Das schmeckt. Noch das Ahnung, war gemein, noch Alter. Alter. Das waren verdiente 500 Punkte. Das war gemein. Das war gemein. Ja, weil ich muss mich erstmal von dieser Niederlage erholen. Ne? Das war echt traurig gerade. Ich nehme mal Ohrwurm 500. Ohrwurm 500. Alles klar. Kriegt da wieder die erste Sekunde von mir. Jetzt kommt wieder was Kirchliches. Oh, das ja, weiß ich. Das weiß man doch. Das weiß ich. Das habe ich doch super oft gehört, aber was ist das? Ich auch. Hä? Warte mal. Oh, ich bin so nah dran. Das hört man doch oft. Das ist doch was Gängiges, oder nicht? Ah! Escape from Tarkov. Nein, ja, also es ist richtig. Junge, der Moment, als geknallt hat in der Großhörnrinde, das war so satisfying. So. Ende. Ja, ja. Absolut richtig. Endlich das Punkte. EFT. Zack, 500 auf dein Konto. Der ist stark. Ich habe nie EFT gespielt, ich wusste nicht, ob. Aber na, hört man wahrscheinlich immer im Hauptmenü oder so. Ja, ja, aber sehr starke Antwort. Es lädt am Anfang so lange. Also, du hörst es immer. Ja. Alle, ja. Du hörst es auch sehr lange. Dalu, gib mir die nächste Frage, bitte. Teamoji, weil die letzten 5 Fragen geben ja doppelt, ne? Deswegen machen wir Teamoji 400. Das ist bisher meine Lieblingskategorie, muss ja, ich sagen. Ja, meine auch. Darf ich schreiben? Ach, ich muss wieder ins Ziffern. Du darfst die Emojis reinmachen. Ja, okay. Hallo. Genau. Ah, okay. Geno macht Emojis. Paul macht Emojis. Das ist mein Fachgebiet. Dein Fachgebiet. Mal gucken, ob du den Titel hier beschreiben kannst. Ich brauche wieder nicht Franchise, ich brauche den genauen Spieltitel. Richtig. Okay, das heißt, es ist ein Spiel, also ein Franchise mit mehr Titeln. Etwas was? Und gibt's hier? Schwierig. So? Ganz schwierig. So? Ja, okay, ich rate da mal. Oh, wo sind denn so geile Sachen? Ja. So warte mal. Oh, ich habe vielleicht eine Idee. Das gegnerische Team sieht ja nicht, was ich hier mache, oder? Doch, ich überhaupt. Seh das. Solltest du da wirklich... Das ist ja scheiße. Das gegnerische Team hat keine Ahnung, was du machst. Sehr gut ausgezeichnet. Dadurch wusstest du auch. Ich sehe es. So, oh, du hast das Emoji genommen als erstes. Ja, jetzt mal ruhig. Ich muss mich konzentrieren, ja. Komm, es wird doch wohl so ein Ding geben, oder nicht? Ich finde die Emojis nicht. Wo ist denn? Aber ich weiß, dass es die gibt. Ja, aber jetzt brauche ich mehr. Ja. Wo sehe ich? Da, so, warte. Aha. Ja, warte. Insane Kombination jetzt. Das ist so. Auch wichtig. So. Das hilft vielleicht auch schon. Also, wenn du denkst, das hilft, dann bist du fertig. Ja. Macht schon Klick? Ich kann gerade nicht gucken. Nein, ich gar nicht. Schon. Also wenn du... Nee. Ich sehe es, Paul, ich sehe es okay. Vor mir. Ich hab's, ey. Alles klar. Ich glaube, das verwirrt. Ich fühle das auch. Ich guck trotzdem, ob ich noch was finde. Ja, du musst noch ein bisschen durchgehen, Max. So, time is ticking. Ich weiß, welche Emojis ich will, aber ich finde sie nicht.
Also, dann machen wir es simpel. Wir machen das so. Und dann machen wir es so. Und dann... Warum gibt's denn sowas? Ich gebe euch jetzt einen guten Tipp, ja. Ihr könnt natürlich immer auf dem zweiten Bildschirm eine Emoji-Seite aufmachen und da einfach suchen. Ja? Dann könnt ihr die copy-pasten. Ist vielleicht auch nicht ganz dumm. Das ist natürlich Big Brain. Das ist insane. Danke. Das stimmt. Hallo, warum kriegen die jetzt Hilfe? Zeit? Danke, Alter. Das verschnellert den Prozess. Ja. Wie hieß denn dieses eine... Warte mal. Warte. Ey, bitte ganz kurz, ja, ganz kurz. Ich weiß genau, was ich machen will. Okay. Hallo, Shiri. Pass auf. Eimer. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so... Ich verwirre damit auch nicht. Pass auf. Ich glaube, ich suche da nichts. Du kriegst jetzt noch ein Emoji, das du reinmachen kannst. Ja, 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 das reicht mir, das reicht mir. Ausgezeichnet. Mehr Emojis bestimmt da drin, also Spielstunden hat das Spiel. Ja, wir sind jetzt bei 17 gerade. Die ganze Lore, ich will sie so. Gleich sehen. Darf ich sagen? Du darfst bitte gar nichts. Also, was? Nein, jetzt ist weg. Sekunde. Was? Hä? Was? Ich mach Backslash und die kommt alles rein. Ich will jetzt weg. Na, Martin, du musst jetzt leider irgendwie improvisieren. Nein, eins noch. Also ich füge das nur wieder hinzu. Es ist so lustig, das nur zu hören. So. Und? Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Nein, das... Denk noch mal nach. Wie? Was? Nein, ich wollte gerade noch... Okay. Ich will sehen, was Henno hat. Bitte mach das mal. Da fehlt ein wichtiges Detail. Das möchte ich schon mal vorab sagen. Irgendwas Populäres geschrieben. Weil vielleicht Zufallswahrscheinlichkeit und so, ne? Man könnte, wenn du jetzt nochmal versuchst, von null die Sache anzugehen, so nochmal Kopf freimachen und nochmal. Nee. Versuchen. Nee. Bitte. Versuch. Nachzudenken. Ja, gut. Nee. Ja, dann hilft's nicht. Guck mal, was Paul gemacht hat. Was das? Ich hoffe, das Spiel. Und das ist, was Henno gemacht hat. Was ist denn das Game? Warum hat er da nicht lachen, erstmal nachdenken. Ja, Moment, hat er da wirklich einen, ist das ein grüner Kasten? Oder kann ich schon mal sagen, okay. Minecraft war nicht die richtige Antwort. Hey, hätte ja sein können. Aber der grüne Block, vielleicht auch nicht schlecht. Ne? aber Legend of Zelda, Ocarina of Time. So nämlich, da. Absolut. Aber da hast du keine Elfe gemacht, Henno? Warum hast du keine Elfe gemacht? Hey. Naja, ich dachte, die Zipfelmütze nur in grün. Und dann die Uhr. Weil Zipfelmütze, also Weihnachtsmann, grüne Zipfelmütze. Weihnachtsmann nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, Kombination. Ich habe ja gesagt, das erste ist eine Kombination. Das hat Vless nicht gehört. Und ich dachte, vielleicht hast du es gehört. Und nee, dann so viel, weißt so du schon mal, okay, safe Zelda. Safe Zelda. Nee. Und dann fehlt nur noch welcher Teil. Und dann die Uhr. Time. Ja, das war ein bisschen abstrakter an die Lösung reingegangen, aber ich fand's trotzdem gut. Danke. Wir schließen hier mal und Paul gibt mir, glaube ich, einen. Ja. Ach, das ist witzig. Schnappschuss 200, bitte. Schnappschuss 200. Ein entspanntes hier. Ja, ein bisschen entspannt. Also mittlerweile mal Schnappschuss Emoji auch. Ja. 200. Kriegt ihr einmal einen Screenshot von mir? Wie immer. Gib mir bitte den genauen Spieltitel. Ich muss aufpassen, dass ich die Luft nicht anhalt. Halt da ein bisschen die Luft an. Hier wird's gleich brenzlig. Den genauen Spieltitel. Oh Mann, ich war wieder eine Millisekunde zu schuld. Ja, und? Das ist Minecraft. Mist! War aber auch ein bisschen gemein. Das war ein bisschen gemein, aber Minecraft ist absolut richtig. Oh, ich war zuerst so, oh mein Gott, ist es blau oder rot oder gelb? In meiner Informatikausbildung hat mir mein Lehrer mal so ein Video gezeigt, wie jemand nur mit Redstone in Minecraft quasi komplett einen Gameboy nachgebaut hat und programmiert hat. Und dann konnte man in Minecraft Pokémon spielen. Dachte, es ist ein guter Bait, Paul ist nicht drauf reingefallen, kriegt 200 Punkte. Aber wäre nicht theoretisch Pokémon richtig gewesen? Weil theoretisch siehst du Pokémon-Games. Theoretisch ist es trotzdem absolut falsch, weil alles, was außen rum ist, wirst du nie in einem Pokémon-Game sehen. Ja gut, deswegen, well. Nee. Also da hat er auch mehr als 200 Punkte verdient, finde ich. Aber ja, finde ich auch, danke. Also da wir das jetzt kurz zur Debatte stellen. Ja, das kannst du dir jetzt irgendwie, vielleicht kannst du es aufschreiben oder so, Paul, aber du kriegst trotzdem 200. Ja. Okay, ja gut. Mal jetzt auf den Zettel, komm. Danke, Dalu. Ah, sehr gut, Max. Gib mir nächste Fragen. Ja.
Schnappschuss 500, bitte. So, Minecraft. Schnappschuss 500, bitte. Jetzt ist es Pokémon mit einer Minecraft-Mod. Jetzt ist Pokémon. Nein, ja, es ist bevor die jetzt kommt, ich stelle einfach. Nee, warte, ich bin noch nicht so weit. Nee, mach weiter. Was willst du denn, Paul? Nee, ist schon okay. Ich schreibe Martin okay? und Henno eine WhatsApp. Warum? Und Dalu natürlich auch. Also, ihr wollt mir alle eine Kaffeepause geben? Wir geben dir alle Paul, bitte. Ihr kriegt erstmal einen Screenshot von mir. Ich finde es gut, dass Max auch direkt sein Handy nimmt. Und weißt du, was ich sehe? Es gibt zwei Spiele, die darauf passen. Willst du mich jetzt verarschen? Nö. Und ich will auch nur eins tatsächlich. Ich gucke noch nie wieder auf mein Handy, also. Was? Es gibt zwei Spiele. Es gibt Zack McCracken und das ist Day of the Tentacle. Das ist, ja. Auf jeden stark. Fall Day of the Tentacle. Also jetzt schreibe ich noch mal kurz meine WhatsApp. Weil die Szene gibt es in beiden Games, oder wie? Mit anderen Nee, das sind so beide Spiele, oder? Die ungefähr zur selben Zeit gespielt wurden. Day of the Tentacle und Zack McCracken. Das sind so die beiden Point-and-Click-Adventures, die auch ich viel gespielt habe. Und die ändern genau. Natürlich alle so einen ähnlichen Stil. Ja. Day of the Tentacle ist, glaube ich, so mit Monkey Island auch das Point-and-Click-Adventure, oder? Ja, aber ich glaube, Leute, die auch ein bisschen länger schon spielen, Zack McCracken kennt man auch. Aber es hat keinen Remastered bekommen. Ich glaube, das gibt es sogar noch mal neu. Day of the Tentacle hat, glaube ich, sogar noch eine Neuauflage bekommen. Ich habe noch nie ein Point-and-Click-Adventure gespielt. 500 Punkte wert. Ja, das Spiel ist auch sehr alt. Das habe ich auf meinem ersten PC damals gespielt. Das also, ist, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht. Anstatt jetzt 19 hier irgendwas. WhatsApp-Energie zu verschwenden, ich sage nur, hallo! Irgendjemand hat schon 3000 Punkte. Also, wie ging das mit der Kaffeepause nochmal? Ich frage von Freunden. Ihr müsst mir einfach sagen, ich würde gerne jetzt eine Kaffeepause reinhauen. Oder ich würde jetzt gerne Punktezahl verdoppeln. So, ihr könnt quasi vorher immer Bescheid geben. Ihr könnt irgendwas draufklicken. Das ist leider noch nicht im System drin. Ne? Und was war volles Risiko nochmal? Also ich habe es wirklich vergessen, muss ich sagen. Volles Risiko, der Name ist ein bisschen irreführend, aber ihr kriegt einfach 200, nee, nicht 200, ihr kriegt doppelte Punktzahl, wenn ihr die nächste Frage richtig beantwortet. Und nur ihr. Aber das muss man machen, bevor die Frage gestellt wurde, ne? Okay. Genau. Kannst quasi jetzt sagen, volles Risiko. Wählst die nächste Frage aus, doppelt so viel abgezogen? Oder jemand anders macht das. Moment, nee, aber nee, die Frage nee. Darf schon ausgewählt sein. Und Kategorie meinst du? Die Kategorie darf schon ausgewählt sein, aber man darf die Frage noch nicht sehen und ich darf das immer noch machen? Ja, solange die Regel ist immer, solange du das Board hier noch siehst, kannst du jederzeit Bescheid geben. Okay. Können wir die Kaffeepause entfernen für einfach so für eine lustige Session? Ja, die kann entfernt werden, indem die Leute die benutzen. Ne? Das ist sehr praktisch. Aber macht man die Kaffeepause vor oder nachdem die Kategorie genannt wurde? Na, solange du das Board noch siehst. Also Board wenn ich jetzt zum Beispiel dran wäre und sage Schnappschuss 400, kannst du immer noch sagen, Kaffeepause für Dalu. Achso, Vlad, Im Idealfall gibst du mir die schon vorher, ne, und du sagst direkt, okay, jetzt Kaffeepause, weil bei Timoji zum Beispiel gibt Kaffeepause halt keinen Sinn. So. Vielleicht hattest du die Regel erzählt, dass nur ein Kaffeepause pro Person, pro Board, war ja so, ne? Das ist, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich dachte, ich habe das gehört. Nee, aber was ich gerne hören würde, wäre eine nächste Frage von Marty. Vorher möchte ich gerne eine Kaffeepause für Dalukart anmelden wollen, bitte. Alles klar, Christian. Kaffeepause ist weg. Dalu, du fällst leider aus. Danke. Grüße. Martin, du gibst Ja, vielen Dank. Die nächste Kategorie. Wenn Timoji drankommt, dann zählt die Kaffeepause logischerweise beim nächsten Mal, Dalu. Weil da kann ich dich nicht aussitzen lassen. Ja, doch, möchte ich dann aber. Dann hat mein Team Pech. Aus Protest. Dann setze ich ja manuell aus. Ja. Guck mal. Die letzten fünf möglich, Runden sind doppelte Punktzahl und dann kann man auch noch volles Risiko machen, gell? Okay. Richtig. Dann nehme ich mal Synchronsprecher 500, glaube ich. Synchronsprecher? Ja, glaube ich. Weiß nicht. 500. Ja. Spezialauscher, ihr kriegt hier wieder nicht 1, 3 und 5 Sekunden, sondern direkt den kompletten, Teil. Und ich hätte gerne den genauen Spieltitel. Ori. Ori. Salam. Salam. Amade.
Amade. Ori. Laubs. Age of Empires 2. Das sind die Perser. Ha. Age of Empires 2. Krass, okay. Das ist richtig, 500 Punkte. Stark. Gut. Ja, hättest du auch gewusst, Dalu, ne? Nee, gar nicht. Wolltest leider nicht buzzern gerade wegen Kaffeepause. Nee, überhaupt nicht. Gerne mehr Multiplayer-Spiele. Und weniger ja, Point-and-Click und ist damit Nintendo. Und, ist ein Strategiespiel, nicht ein Point-and-Click. Es ist schon, es ist ja schon relativ breit aufgestellt. Ja schon nee, du kannst auch Fenster ziehen. Ganz viel. Es ist sehr breit aufgestellt. Versucht zu allem irgendwie so ein bisschen was mit reinzunehmen. Jetzt könnte man theoretisch noch eine Kaffeepause, also eine andere Person könnte jetzt auch ja, eine du, Kaffeepause. Also du nicht mehr? Nur eine Nachfrage, okay. Mhm. Du nicht mehr? Martin, aber wir beide sind doch ein Team, oder? Machen. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, du. Paul, unsere Teamoji-Runden. Du erinnerst dich doch noch, die, oder? Die sind super, ja. Die sind super. Wer ist denn jetzt? Na, Dalu, wenn du schnell eine Frage willst, ne, dann kann vielleicht keiner irgendwas sagen. Ja, du willst eine Frage. Dann nehme ich doch Ohrwurm 400. Ohrwurm 400. Muss ja jetzt so viele. Keine Kaffeepause? Oh, schade. Ich dachte, ich bin auch irritiert, ne? Ja. Ich dachte, ich kriege eine. Bei Ohrwurm. Ohrwurm war nicht Dalus Stärke. Ja, deswegen. Sekunde. Nummer 1. Ich glaube, bei 3 Sekunden habe ich's. Außer Henno kriegt's jetzt. Oh! 3 Sekunden, okay? Sehr oft in meinem Leben gehört. Aber welches? Super Smash Brothers Melee. Also Super Smash Bros. Brothers Melee. Bros. Bros Melee. Ist es das wirklich? Ja. Das war falsch. Was? Hä? Nein. Warte mal, hä? La, 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 la. Nein, das war dieses Meme. Das war das scheiß Meme und das war ein neuerer Teil. Nein! Dann Brawl. Super Smash Brothers Brawl. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wisst es nicht, ihr seid dort die Nintendo-Leute. Ja, aber... Scheiße, Mann! Super Smash Brothers. Deswegen wollte ich halt 3 Sekunden haben. Ich hab einen Abzug. Wir machen keine Kaffeepause, Erdmann. Ja, knapp daneben ist leider auch vorbei, aber Dalu kriegt 400 Punkte. Weil das Ding ist, Melee ist das einzige Spiel der Reihe, was ich gespielt habe. Deswegen war ich mir ultra sicher. Ich war bei dem Intro sogar kurz beim N64, wo die Master Hand diesen Mario aus der Schublade zieht. Hätte auch noch gepasst. Ja. Also ich würde auch davon ausgehen, dass Melee wahrscheinlich ein relativ ähnliches Theme hat, oder? Die werden es nicht so alle, hart. Mir ging es nur darum, dass es einen hohen Wiedererkennungswert hatte bei mir und ich von mir wusste, dass ich nur Melee mein ganzes Leben gespielt habe. Aber dieses scheiß Meme hat es mir kaputt gemacht. Ja, und das scheiß Meme. Ja, tut mir leid. War leider trotzdem falsch. Paul, gibt die nächste Frage. Aber krass, dass die anderen das so gar nicht anscheinend. Ich spiele kein Nintendo, ne? Ich bin gespannt, ob es funktioniert, aber ich nehme jetzt trotzdem volles Risiko, Teamoji 300. Oh. Volles Risiko. Wenn du mit mir kommst, Paul, ich werde nichts reinschreiben. Ach, warum? Volles Risiko bei Teamoji natürlich. Weil irgendwer... Ja, muss halt erstmal richtig raten. Aber es ist aktiviert. Und Teamoji 300 geht an. Na, hast du Glück. Aber warum muss ich nochmal raten? Max macht den Text, Paul macht Emojis. Und im Team Blau ist es Dalu mit Emojis. Die beschissenste Rolle, wenn man raten muss. Martin mit dem Text. Okay, das Game ist hier. Hier ich hätte natürlich trotzdem gespielt, Paul, das weiß Paul ich. Paul und Dalu. Glaub ich dir. Habt ihr vielleicht schon mal gespielt? Guck mal, Dalu, ich vielleicht bin letzte, du musst keine Strategie machen. Ich hätte, gespielt, das war nur Trash-Talk. Oh. Ihr seht's jetzt. Ich darf jetzt nicht aufs Overlay gehen, ne? Ich muss in meinem Fenster hier bleiben. Ja, und da tipp mal da in deinem... Achso, ja. Wir machen weil ohne im Internet. Overlay siehst du auch nur dein Overlay siehst du das auch richtig, normalerweise. Das Overlay ist auch nur deine Ansicht. Okay, also da sehe ich jetzt nicht das Spiel aus Versehen oder so. Okay. Nö. Da diese Emojis zu suchen, die ist Overlays, unmöglich, ey. Ja. Die Overlays sind auf euch angepasst. Aha, seht da nur das, was ihr sehen dürft. Okay. Ja. Eins noch, dann habe ich's. Ja, ich weiß, dass du es dann hast. Aber ich muss nur das Richtige finden. Entschuldigung, das...
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, das kann schon sein, dass du es weißt. Also es wäre schon fertig. Ich muss nur noch mal suchen. Ja, ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Kann es ja auch so immer ist vorher besser. Tippen. Ihr könnt vorher ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich. Vielleicht okay, noch nein, eins. Ich dachte, da kommt was welches anderes. Element in der Umgebung stattfindet? Achso, na, warte, ich kann dir. Ich kann dir noch was raussuchen. Verarschst du mich eigentlich gerade? Nein, 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 nein. Dann bin ich mir nämlich sehr sicher. Warte, ich versuche noch was dazu zu machen. Willst du vielleicht anstatt dem letzten Emote, also steht das letzte Emote für was Größeres, wo das. So was? Ihr redet mir gerade zu viel. Das ja, du hast recht. Okay, ich war vollkommen auf dem Holzweg. Scheiße. Gut, ich, dass ich dich nochmal eingespammt hast. Aber einen Bonus darüber machen, ne? Verarschst du mich gerade? Nein! Ich muss noch suchen. Ich hätte jetzt mit. Ich glaube, da gibt es ein besseres Emoji für, wenn es das ist, was ich denke, was ist. Ich hätte jetzt also, mit einer Welle oder so gerechnet. Aber ihr könnt jetzt gerne noch beide ein Emoji jetzt machen, wenn ihr wollt. Lass mich wirklich noch kurz was suchen. Das ist nicht so einfach, wenn man über das Ding geht. Dieser Stress. Ich bin schon in der richtigen Dingens, aber ich finde. Wo sind die Küche? fühle ich sehr. So, ich glaube, ich weiß. Warte, das ist in die richtige Richtung. Vielleicht hilft das mehr. Wenn ich eingeben das könnte, ist literally das Gleiche. Nein. Okay, aber es sieht auch ganz anders aus jetzt hier. Es hat eine andere Farbe. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Aber gibt es nicht mehrere Dinge, die da reinpassen? Würden? Beschreibst du die Umstände oder sind es wirklich so Anlehnungen an die Wortteile des Spiels? Nee, stopp. Ihr redet mir zu viel. So. Kannst du mir auch auf WhatsApp schreiben. So. Ich trage euch jetzt beide. Zack, keine was? Emojis mehr. Ihr gebt was? Jetzt das, eure was? Ich konnte leider was? Nicht mehr, ich konnte nichts mehr, es wurde gelockt. Tippst du jetzt was ein? Weißt achso, du jetzt, ja. Das also, wird falsch jetzt sein, aber das war meine Interpretation, es tut mir leid. Aber nee, warte. Gerade bei dir habe ich gedacht, dass wir. Nee, es ist safe falsch, ich bin so sauer. Weil man tippt was ein und weiß, es ist falsch. Also ja, dieses Emoji-Ding, ich finde, wir sollten das canceln. Ich bin auch kein Fan von. Das ist super witzig. Boah. Aber ich find's ist also für mich ist so absurd klar, was es ist. Ihr habt jetzt einen Timer. Na, ich bin gespannt tatsächlich. Ich dachte also, eigentlich auch, meins ist safe. Meine Version ergibt Sinn, finde ich. Aber ich glaube, dafür hätte man andere Emojis. Nee, nimm doch einfach die Emojis, die ich gemalt habe. Aber das Ding ist, dann hättest du locker was anderes. Also ich weiß halt, dass es besser eingeloggt. Ist gelockt, ne? Ihr seid alle aber es angelockt. Gibt doch kein Dead Sonne. So. Was denkst du, macht denn der du hast Fall? Es auch? Ja, das ist ja relativ ähnliche Dinge. Ihr habt tatsächlich relativ ähnliche Dinge an also Emojis. Also ich dachte erst Death benutzt. Stranding. Das sind die Emojis. Ja. Ey, das ist auch gut, Paul. Finde ich nicht schlecht. Er hat auch erst vier Messer. Ich hatte auch mal vier Messer. General Grievous sagt gleich. Ihr habt zum einen Death reingemacht. Ja. Und da seid ihr dann halt auf die beiden Sachen gekommen. Ja. Ich dachte erst Dead Island, Dead Space. Das stimmt. Die Sonne ist im Space. Richtig. Oh. Die Sonne ist allerdings auch Daylight. Dead by Daylight. Dead und ihr habt es leider alle falsch. Es gibt doch es ist wirklich sonnenklar. Also ein Totenkopf, ein Pfeil, ja, eine Sonne und vier bad. Messer. Tut mir leid. Also ja, die Emojis, wie hätte man, die wie hätte man gut, Dead by vielleicht Daylight noch Blut, aber ja. Gibt's schon Strom? Es ist glasklar, ja, aber wenn man halt nicht im ersten Moment dran denkt, ist es schwer. Er hat auch halt hier beide einen Totenkopf. Einen Haken. Space hätte doch gepasst, Haken, ne? Ich. Ja, alles gut, Marty. Er hat erst einen Totenkopf und eine Sonne und da dachte ich Death Stranding, weil da hätte ich jetzt nur gesagt, ja, mach nur eine Welle oder so. Und dann habe ich ein Messer gemacht. Und dann hat er vier Messer gemacht. Paul, wir beide hätten auch die Kategorie wieder gehabt. Wir hätten das gewonnen. Das war mein volles Risiko jetzt. Ich gebe hier. Ja, das volle Risiko ist auch weg. Ja. Was heißt das, ihr hättet gewonnen? Ich habe ja nur so eine Kaffeepause, hallo? Nein, ja, diese, wir hätten gewonnen, diese Timoji-Runde da. Ey, aber weil wir gerade bei dem Thema sind, damit er sich nicht anstrengen muss, ey, noch eine Kaffeepause für Dalu, bitte. Okay. Aber später gibt es auch noch doppelte Punkte, ne? Just so. Ach, das ist jetzt. Jetzt ja. Fand ich, du hast also wer von euch mir jetzt recht, die Kaffeepause aber. Gibt, der bekommt die nicht bei den doppelten Punkten von mir. Siehst du? Ja. Paul hat Kaffeepause schon benutzt. Ja. Dalu ist im Aussetzermodus und Max, du gibst mir wieder die nächste Frage. Tetris. 400. Sehr gut. 400, das klingt gut. Oh, goldene Frage.
Was heißt das? Goldene Frage ist so ein kleines Extra-Ding. Wenn ihr diese Frage richtig beantwortet, dann kriegt ihr einen Joker dazu. Joker ist sehr viel wert. Ne? Ja, kann mehrere hundert Punkte wert sein. Der Joker aktiviert nämlich ein extra Minigame, das ihr mit einem weiteren Mitspieler spielen könnt. Sprich, wenn ihr diese Frage richtig beantwortet, könnt ihr euch danach mehr rauspicken und mit demjenigen so ein kleines Minigame spielen. Punkte. Derjenige gewinnt, zieht dem anderen ein paar Punkte ab. Mega. Yes. Da durfte jetzt jeder wieder mit dran, ne? Weil goldene Frage und so, ne? Nee. Sehr unglücklich für dich, Dalu, aber nein. Es ja versuchen. Das heißt, Dalu darf man auch nicht auswählen, oder? Dalu darf, der wird den Handschuh nicht kriegen. Die Frage ist folgende. N64 Cartridges erscheinen üblicherweise in schlichtem Grau. Welche Farbe trägt die Majora's Mask Cartridge? Aber sehe ich aus, als wäre ich 90 oder was? Hey, sei mal nicht Hallo, so. Hallo, was soll das? Warte, krieg ich gleich eine Kaffeepause von mir. Das ist gut, denn wird es nicht ihr strategisch. Ihr könnt, ihr wisst das alle nicht. Ich sage einfach, sie ist rot. Nee, schade, aber ich habe trotzdem, es gibt ja nur 200 Minuspunkte. Der Witz ist ja, die rote Cartridge war tatsächlich eine richtige Seltenheit. Die gab es nämlich nicht wirklich oft. Es gab nur fast nur graue. Aber Pokémon Stadium war rot. Die war das, genau. Ja. Ah, ich wusste, ich kannte eine rote. Wäre witzig, wenn sie grau wären, ne? Ja, wäre witzig. Das wäre witzig, ja. Ich meine, das Design, wenn man einmal gebuzzert hat, darf man nicht mehr, ne? Das ist richtig. Warum hat Paul jetzt 200 Minus bekommen? Ist das bei der Goldenen so? Ja, du kriegst immer nur die Hälfte. Ach so. Das war schon, das hat er von Anfang an erklärt. Ja, Entschuldigung, ich hab nichts falsch beantwortet. Es war vorher sogar, glaube ich, noch weniger. Dann hätte ich ja voll reinbieten können. Aber das waren 200 bei dir, ne? Ich glaube, ja, war richtig. Sehr gut. Martin. Ich möchte es auch versuchen, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Doch, Punkte. Ich sag, die ist grün, weil so Dschungelthema und so. Da, du schüttelst den Kopf, also ist falsch. Die ist auch nicht grün, leider. Schade. Das wäre mein nächster Guest gewesen. Jawohl, will noch mehr. Ja, ich. Ja, du. Ich will. Ja, tja, Henno. Ausschlussverfahren, ne? Und du kannst jetzt Timer. Sind doch alle Farben weg sonst. Ich könnte jetzt raten, aber das ist mir nicht wert. 5. Bitte. Ja, krieg ich wahrscheinlich keine Antwort. Mann. Und die Frage war so passend. War sie lila? Die war sehr passend. Ja. Lila? Goldene Frage war. Ist sie lila? Die goldene Frage, ja. Oh nein. Also sie war Gold. Okay. Grün könnte lila. Sogar Turok gewesen sein. Rot war Pokémon Stadium. Oder Turok war schwarz, glaube ich. Gab's auch noch. Turok war auch grau. Aber es gab ja, schwarze. Ich hätte gedacht, vielleicht lila-grün wegen dem Design so, ne? Aber. Ja, nee, aber das war die einzige, die Gold war. Es gibt ja auch ein Grau, aber das war nur so eine Testversion und die ist unbezahlbar, glaube ich, mittlerweile. So. Die Graue? Es gibt ganz, ganz wenige Graue. Das ist nur so eine unveröffentlichte Testversion und die ist sehr teuer, glaube ich. Ja, Gold war richtig. Joker geht damit flöten. Wusste niemand. Schade. Ja? Was wäre das Minispiel gewesen? Ja, du hättest gewusst, glaube ich. Ich hätte Gold. Oder? Gold hätte ich da gewusst, ja, weil ich habe die. Das Minispiel, du forderst, wenn du den Handschuh hast, jemanden raus. Dann gibt es ein Überthema. In dem Fall wäre das gewesen Top 10 meistverkaufte N64-Spiele. Und ja, dann müsst gut, ihr nacheinander Titel nennen. Und derjenige, der als erstes nichts mehr weiß, der verliert Punkte. Der okay. Gut, dass Dalu gesilenced war. Das war so eine gute Frage. Das schöne Minispiel, was wir können fanden. Wir am Ende einfach zum Spaß noch spielen. So. Wen haben wir? Marty ist, glaube ich, dran, ne? Boah, ja. Wie wär's denn mit Ohrwurm 200? Können wir gerne machen. Machen wir auf. Krieg ich von mir eine Sekunde. Wii Sports! Wii Sports! Wii Sports! Hey, das ist absolut richtig, Paul. Das ist Wii Sports. Du willst ja alles so Nintendo? Das war jetzt irgendwie 4 Fragen in Folge, alles Nintendo. Ja, da ist ein bisschen Nintendo ist schon mit drauf. Nee. Hast du gerade, da muss Chat jetzt kontrollieren, waren das doppelte Punkte? Oder hast du gerade trotzdem nur
Du warst bei 1,6 jetzt, ne? Achso, ja, ich war bei 1,6. Ja, er war bei 1,6. Ja, Mods, kontrollieren das bitte nochmal. Nein, ich war bei 1,6. Ich hatte 1,8, du hast mir 200 abgezogen und hast mir wieder 200 drauf gemacht. Ja. Ist alles richtig. Ja, sehr gut. Okay, steht nur drauf, dann muss ich es manuell machen. Aber ich kann gerne doppelte Punkte bekommen jetzt noch. Hast du auch? Weil das die 5 letzte war, die geben jetzt doppelt so viele Punkte. Steht nur nicht drauf, das haben wir noch nicht eingefügt. Aber die zählen jetzt quasi alle doppelt. Boom! Alle unter 2000 Punkte, schwach. So, ich gehe jetzt volles Risiko, bitte. Volles Risiko? Ja. Kann man mich jetzt Kaffeepausen? Das wäre assi. Nee, volles Risiko ist an, damit ist Kaffeepause weg. Gut. Und das Dalo so gibt mir... Das wäre ein bisschen assi. Alle warten Dalo, immer nur... Ich gebe die Kategorie. Nächste Frage. Synchronsprecher 300. Synchronsprecher 300. Sprich, Max, wenn du die richtig beantwortest, gibt's 1200 Punkte für dich. Sehr viel. Verlierst trotzdem nur... Ja. Uff. In dem Fall 300, ne, weil ihr verliert auch doppelte Punkte. Ja, okay. Das habe ich vorhin gefragt. Ja, aber nicht für dein volles Risiko, sondern weil ihr alle verdoppelt worden sind gerade. Okay, alles gut. Steht noch nicht drauf, das müssen wir noch machen. Die ist halt 600 wert, sprich 1, 2 und minus 2. Ja. Sage. Alles klar. Zerstörung von Bless. Kriegt ihr jetzt eine Voiceline von mir. Oh, Chittery. Madaula. Misu. Akala. Emtono. Odulan. Nato. Yolo no. Tugobis. Oh. Oh. Chittarin. Bakura. Also, Dalu, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ey, ich habe wirklich schon viele Voice Lines gehört. Kannst du noch mal länger? Ich könnte gerne noch. Chittery. Oh. Madaula. Misu. Akala. Emtono. Odulan. Nato. Yolo no. Tugobis. Warum sagt er Yolo? Oh. Chittery. Bakura. Das Ende killt mich hart. Oh. Es turnt auf einmal so. Ja. In der Tonalität. Ja, ist interessant. Es ist, wir lösen mal auf. Ja, bitte. Siki. Nicht Sims und auch nicht Age Vampires, es ist Hollow Knight. Okay. Ah. Die haben einfach so eine eigene Sprache. Ah. Ja, das steht so Chittery und so, also das ist so ein paar Käfersachen sind damit drin. Wusste keiner von euch? Nee. Frage fällt weg. Ja, war nicht schlimm. Hat jemand von euch Hollow Knight gespielt? Niemand? Nee. Ich wollte das jetzt unbedingt noch nachholen mal, aber nee. Jetzt ist mal vor dem Quiz gemacht. Ja, Mensch. Ah, das nächste Mal spiele ich extra dann mal. Einfach mal ein bisschen vorher zocken, ja? Ja. Einfach mal ein bisschen zocken. Hol dir mal eine N64 vom nächsten Mal, bitte. Jo, Videos. Ich glaube, das wäre echt worth. Ja, Wave Racer. So, wen haben wir? Paul. Oh. Tetris 300, bitte. Tetris 300. Vor allem GameCube-Fragen wären voll fein für mich. Aber hattest du wahrscheinlich nicht, ne? doch, ich hatte auch eine GameCube. Aha, ja. Ja. Das ist leider aber keine GameCube-Frage. Ja. Okay, können wir schon mal ausschließen. Gut. Sehr gut. Geil. Welches Nahrungsmittel wird in Siedler 4 benötigt, damit der Arbeiter einer Goldmine besonders effektiv ist? Das kann jetzt sehr peinlich werden. Also theoretisch gehen alle, nehme ich. Aber am effektivsten ist meiner Meinung nach Fisch. Funktioniert folgendermaßen in den Minen. Eine Einheit Nahrung wird umgewandelt in... Weil Brot ist für Kohle, genau. Fleisch ist für Eisen und Fisch ist für Gold. Goldmine ist die einzige, die nur eine Art von Nahrungsmittel braucht. Und ein Nahrungsmittel wird bei Lieblingsnahrung in 10 Erz umgewandelt und bei der Goldmine ist das der Fisch. Absolut richtig. Brot und Fleisch für Stein, Kohle und den ganzen anderen Rest. Man kann nämlich T3-Unit-Rush machen, wenn man richtig früh richtig viele Fischer baut. Oh, wow. Und damit kriegst du Doppelpunktzahl, 600. Pro-Strategien hier. Ui. Ist auch auf über 2000.
Egal, was jetzt kommt, Mensch, volles Risiko. Das hat gerade alles für mich wieder. Volles Risiko, egal was da jetzt kommt. Dalu macht eine Kaffeepause. Nein, ich hab zuerst gesagt, dann macht der nächste Runde Kaffeepause. Ich hab's direkt gesagt. Volles Risiko ist an, Dalu. Das war als erstes jetzt gehört. und dann. Gib mir Max, ja, das ist die Frage, ist Dalu so kleinlich und gib mir eine Kaffeepause nächste Runde, obwohl ich letzten bin, oder? Warte mal ab, Marty, soll das jetzt überlegen, hä? Das ist jetzt schwierig abzuschätzen hier. Ja, wir haben ja noch ein zweites Board, ne? Ja, aber die Joker kommen ja wieder, oder? Nö. Ach, es gibt noch ein zweites Board? Dann behalte ich meine Karte. Ein zweites Board? Ihr habt ja ein zweites Board. Was? So krass. Ja, nice. War es gerade ein Witz oder wirklich? Nee, ist nicht wirklich. Aber ich dachte, die Joker resetten sich. Wir hocken hier noch eine Weile. Das ist doch geil. Wie gesagt, 21:30, das zweite Board machen wir so, ziehen wir ein bisschen an mit dem Tempo. Drittes Board. Ich war hier schon voll die Endgame-Strategien auf, so. Ja, ich auch. Okay. Ich soll auswählen, ja. Vorletzte Frage auf dem Board. Dann Schnappschuss, bitte. Schnappschuss für 800 Punkte. Seht ihr jetzt. Ah. Was denn? Getting over it, aber es ist. Ich weiß es, fuck! Ich würde was anderes sagen, aber es ist zu spät. Ich sag's getting over it, weil es das erste Mal, was ich gesagt habe, aber ich glaube, es ist was anderes, weil der Hintergrund passt. Mir jetzt bitte deine genaue Antwort. Wie darf er jetzt noch ändern? Nein. Ich sag Getting Over It. Ich bleib dabei. Ich hab was anderes im Kopf, weil der Hintergrund nicht passt, aber ich bleib bei Getting Over It. Guck mal nach. Da kennt ihr das alle, krass. Echt? Leute, das ist Worms! Der Hintergrund ist komplett Worms. Ich dachte, ich werd voll gebaitet. Nö. Ist absolut richtig. Ich hab den Kollegen nur rausgeshoppt, sonst wär's ein bisschen leicht gewesen. Und du kriegst. Boah, jetzt regnet. Volles Risiko natürlich auch einen Haufen Punkte. Siehst ein Stück davon gerade mit 5000. Ich dachte, der Hintergrund passt nicht, weil das da oben ist doch so im All und die Grafik sieht nicht so verwaschen aus im Hintergrund. Das ist so Worms, das ist der Worms-Hintergrund. Wird voll gebaitet. Nee, es ist nicht Worms, Getting Over It war richtig. Ich glaube, du warst ja auch gerade so ein bisschen drauf, Max, oder nicht? Ja, aber ich habe auch ein Trauma davon, deswegen. Ich will das einfach nicht mehr. Ich glaube, ich habe nicht mal den ersten Hügel geschafft. Volles Risiko, bevor mich irgendwer hier. Kaffeepause für Paul. Risiko. Ich hau die noch raus auf dem Board, ne? Dann haben wir. Geht nicht. Volles Risiko für Martin. Ach, das haben wir Glück. Ich hau die noch raus. Synchronsprecher 400. Hätte ich genommen, die Kaffeepause. Ah, Lautstärke. Ja, schade, nächste Board. It's time to kick ass. Oh. Das ist der Duke Nukem. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Das ist absolut korrekt. Stark. Und da kriegst du nochmal 800 Punkte. Also beim nächsten Board werden die Punkte dann resettet, ne? Habe ich richtig gehört? Im nächsten Board werden Punkte natürlich die Übungsrunde nicht resettet. Gell? Ja, das war das Aufwärmboard. Aber es gibt ja nochmal einen Haufen Punkte zu holen, ne? Ihr müsst da. Oh, einfach schneller als Dalu Buzzer wahrscheinlich. Ich liebe es. Gibt noch mehr Emoji. Es gibt eine Sache, die hat sich ein bisschen geändert. Schnappschuss ist weg, ist zu Geogamer geworden. Sprich, da müsst ihr euch einfach so ein bisschen. Hey, seht ihr, was es welches ist, Spiel ja? Das ist vom Screenshot? Nee. Das fällt dann weg. Und Tetris sind immer noch Buzzer-Fragen, aber die gehen dann spezifisch um Indie-Games. Sag mal, was haltet ihr denn von so einer richtig flotten, schnellen, kurzen Pipi-Pause? So nur eine Minute so, ganz, das ganz können wir gerne machen jetzt. Ja. Cool, ich bin gleich wieder da. Alles klar, jetzt googelt die Indie-Games. Ich google jetzt alle Nintendo-Titel. Geo Indie-Games. Spiele. Aber da bin ich auch dabei, bis gleich. Sehr gut. Ich bleib hier. Dalu anscheinend auch. Ja. Ja, Dalu, wie findest du die Emoji? Ich hätte die Idee gestern, haben wir schnell nur eingebaut. Schon sehr lustig, aber ich hab da Angst, mich so zu blamieren. Ja, ich finde es so. Da hat man die Möglichkeit, sich zu blamieren, weil du was machen musst. Du kannst es dir nicht aussuchen, sondern du bist gezwungen. Ja, aber du kannst ja nur so Emojis reinmachen, also da, weißt du, hast ja nicht viele Optionen. Aber da machen wir beim nächsten Mal irgendwie so, also. Nein, ist schon gut. Haben wir da so eine Tastatur vorher irgendwie schon drin, wo man nur so bestimmte Sachen drin hat. Ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht nimmt das den Spaß auch weg, ich weiß. Wir haben das, wie gesagt, mega spontan reingemacht, wie ich die Idee erst gestern hatte. Aber ich find's funny. Synchronsprecher ist auch geil. Ist natürlich dann bei solchen Kategorien immer schwer mit Deutsch-Englisch, ne? Ich glaube, viele haben eher auf Deutsch gespielt, trotzdem. Kennen viele englische Stimmen nicht. Ja, das stimmt. Ist absolut richtig. Ich habe nur sehr viel Audio genommen, weil das ein bisschen leichter ist für mich, Fragen auszusuchen, weil ich war halt extrem
viel nee, geil unterwegs die letzten Tage. Das ist schon nice. Und, es muss diesmal ein bisschen schneller gehen. Weil so die ganzen Trivia-Fragen und so, die brauchen einfach ein bisschen mehr. Die haben so ein bisschen mehr redaktionellen Aufwand als Screenshots oder Audiosachen und sowas. Und ich hatte einfach nicht so viel Zeit diesmal. Ey, Vlesk, ich möchte aber sagen, das ist ein sehr schönes Quizformat. Hast du sehr schön gemacht. Danke, macht sehr Paul. Viel Spaß. Danke für die Einladung. Gerne, Paul. Schließe mich gerne. Ich hatte tatsächlich, bevor du schon gesagt hast, du hast ja dich angehauen gehabt, als ich bei euch war. Aber ich hatte tatsächlich vorher schon mal darüber vor, jemanden für mich einzuladen, ja. Darüber nachgedacht. Ist aber ganz gut, so einen Mix an Leuten drin zu haben, damit man die meisten Games abgedeckt hat. Mhm. Dalu. Ja. Ich bin immer ein bisschen biased, weil ich versuche mal Sachen reinzunehmen, die ich selber nicht gespielt habe. Aber es sind schon viele Dinge mit drin, die ich selber auch gespielt habe. Also 70% oder so davon habe ich natürlich irgendwann schon mal gespielt. Und ich bin mit Nintendo aufgewachsen, sprich. Ja, klar. Merkt man so ein bisschen, dass so Nintendo 64 ist auch richtig so. Zwei, dreimal öfter. Also, dann macht es ja auch dir mehr Spaß. Ist ja auch richtig so. Yes. Aber nicht alles, ne? Viele Sachen habe ich selber nicht gespielt. Ja, ich habe die kleine Banane meiner Tochter geklaut. Also, richtig. Ja, ihr seid alle wieder da. Wollen wir weitermachen? Ja. Yes. Ich finde das gut, wie das Nischenwissen hier verteilt ist. So. Kommt so Wii Sports aus der Ecke geschossen. Ja, nenn es Nische. Also, ja. die Nintendo-Nische. Das ist ganz kleiner Markt. Ja, aber dafür, dass vorher gesagt wurde, so, ich zock nicht, kam das echt. Ja, aber Wii, es ist. Ja, aber meist verkauft ja, weil es bei der Konsole bei war, wahrscheinlich, oder nicht? Genau. Ja, genau. Erstens das und zweitens spielen wir jedes Jahr bei Loot für die Welt Wii Sports. Aber es war trotzdem. Auch so das, was die Wii gemacht hat, auch am besten umgesetzt hat, oder nicht? Ey, ich finde es immer noch das beste Spiel. Ja. Ist auch viel besser als Switch Sports tatsächlich. Switch Sports hat jetzt das Golf-Update bekommen. Da bin ich gespannt. Echt? Ja. Nice. Golf war so das, was ich bei der Wii am liebsten gespielt habe, glaube ich. Bowling wird irgendwann so ein bisschen, ne? Da wirft man immer einen Strike irgendwann. Ein bisschen langweilig. Ja, aber wir machen weiter und wir haben aufgehört bei Marty, glaube ich. Die gibt mir jetzt die erste Frage auf dem neuen Board. Du, ich war echt nicht auf das zweite Board vorbereitet mental, ne? Also, huiuiui. testen wir mal GeoGamer 200, das kennt er nicht. Im GeoGamer 200, dass du nicht vorbereitet warst, ist eine Schande, aber ich habe es natürlich vorher erwähnt. Ne? Du hast in dem Moment dann einfach nicht zugehört. Das Briefing nicht gehabt. Du hast das Briefing hatte eine Seite 2. Haben wir eigentlich hatte eine Seite 2, die haben wir unsere Joker zurück? Nein. Oder sind die? Nee, die sind weg. Aber du kriegst noch einen, Paul. Okay. Von dir dann. Ja. Okay. Es gibt nochmal ein Feld, wo ein Joker drunter liegt, den ihr eventuell holen könnt, aber seht ihr dann erst, wo sich der verbirgt. GeoGamer 200. Sehr gut. Das ist jetzt noch nicht die beste Frage, aber die Funktion funktioniert damit relativ gut und unsere Farben haben Nintendo. Sich geändert. Ja, ne? Was da eure los? Farben haben sich geändert, damit die Leute, die zugucken, raffen, was ihr macht. Kann ich, falls ich nochmal eingeladen werde, lila werden? Ach, du Scheiße. Nee, kannst du, vielleicht. Das vielleicht. Ist ja super bait. Also, in welchem Pokéball ist Bisasam drin? Screenshot ach, hier Scheiße. Ist aus der roten Edition vom ursprünglichen Gameboy. Ist die erste Version gewesen. Wo ach, ist Bisasam? Scheiße. Tippe ich jetzt einfach irgendwo hin? Wie stimme ich das jetzt ab? Ihr könnt draufklicken. Auf das Bild. Wie kann ich, wo? Unten bei dem, ach so, unten. Einfach ins Bild. Ihr habt unten, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, ja. Na, ich bin mir nicht sicher. Okay. Ihr habt alle schon Pin gesetzt, deswegen gebe ich euch direkt mal einen Timer, damit wir nicht über 5 Minuten. Es ist so die Frage rote, mehr. Hast du gesagt. Waren die unterschiedlich bei rot und blau? Nee. Ah, okay. Und bei gelb? Weißt du das? Bei Gelb weiß ich es nicht, bei Grün war es auch gleich. Ich glaube, bei den ersten Editionen war es generell immer gleich. Bei Gelb, so, Gelb kriegen wir Pikachu oder nicht? War das nicht so? Ja, das ist sehr lange her, wenn ich mich daran erinnere, heilige Scheiße. Pokéball das ist. Okay. Kann ich schon mal sagen, in der Mitte, da hat Marty draufgeklickt. Passend zur Farbe ist da Shiggy drin. Was? Oh mein Gott, ich dachte, Shiggy ist immer rechts. Nee, Glumanda war doch das letzte. Oh nein, ich hatte Shiggy ist immer rechts außen, den habe ich direkt abgehakt. Und alle anderen haben
Aufs Erste. Links geklickt. Wo es nur auf Glumanda genau. Ist rechts und die anderen beiden sind links und Mitte irgendwo. Echt, diese Shiggy ist rechts außen. Nee, Glumanda ist doch immer das Letzte gewesen. Glumanda ist immer rechts. Das heißt? Ja. Das wusste ich auch noch. Das heißt, wir haben recht alle. Dann bin ich mir nicht mehr sicher. Dieser Sam ist rechts. Was? Ich habe lieber meine Fresse gehalten. Im letzten wow. Pokéball. Was? Ich habe heute noch YouTube-Videos und Walkthroughs von allen verschiedenen Editionen angeguckt. Es war bei Feuerrot und Blattgrün anders, aber bei den originalen Versionen war Bisasam im rechten Ball. Ich dachte immer, aber warum, Shiggy ist warum rechts. Warum dachten wir alle, dass es links ist? Ist das so ein Mandela-Effekt-Ding hier oder wie? Das ist wegen den Remakes, Nee, ich glaube nicht mal links wäre die krass. Richtige Order. Also links wäre nach Pokédex, genau. Nach TCG. Also Bisasam als erstes wäre das Logischste. Aber ja. Anscheinend ist das nicht so. Das war auch mein Gedanke. Bisasam, Shiggy, Glumanda. Ja, ich da können Leute gerne nachgucken. Bisasam, und wenn ich Glumanda, aus irgendeinem Grund falsch liege, dann reden wir nochmal drüber. aber ich habe sehr viele Videos angeguckt und mich versichert in verschiedenen Glumanda. Editionen. Ja, nee, oh, es geht jetzt gar nicht um dich, es geht um unsere Gehirne. Ja, es ging um ein paar. Ich meine. Ja. Ich hätte auch gedacht links. Aber. Bisasam, Glumanda, Shiggy. Das war die. Bei mir war es absolut gerade. Die Erklärung dafür ist halt. Im Chat, es ergibt Sinn, ich weiß nicht, ob es so ist, aber in Japan geht man von rechts nach links und deswegen ist Bisasam im rechten Ball drin. Kann sein, dass das richtig ist. Wer ist in der Mitte, Glumanda? Das macht doch Sinn mit dem Screenshot, weil da steht natürlich der Trainer Shiggy vor. Nee, das ist ein Quatsch-Screenshot, dann ist der gestellt. Niemand würde vor Shiggy stehen. Ey. Wir schließen, ihr habt alle nicht recht gehabt. Ihr habt alle nicht recht gehabt. Ja, ihr lagt alle falsch. Alle scheiße. alle falsch. Riech nochmal rein. Ich bin nicht multitaskingfähig, weißt du? Ich gucke auf die Fragen drauf und mein Kopf reiht Worte aneinander. Sag mal, aber Dado, gibt's die nächste Frage. ja, hoffentlich Indie 500. Indie 500. Okay. Indie, habe ich schon gesagt. Das werde ich mir, glaube ich, immer merken jetzt. Außer Fragen. Wo Bisasam da ist. Bin ich vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen. In der Mitte. Wasserfragen, aber es geht vorwiegend eigentlich nur um Minigames. Ja. Ich würde von euch gerne wissen, wie der Indie-Titel heißt, welcher die typische Evolution oder die Evolution typischer JRPGs in einem Spiel vereint. Wie viel Minus gibt es? 215, ne? Ah, kannst du dir leisten, Dalu. Weiß ich nicht. Einfach buzzern und machen. Du musst mal dich mal was trauen im Leben auch. Wie heißt der Indie-Titel, welcher die Evolution typischer JRPGs vereint? Ja, und du weißt, wie er heißt. Es ist JRPG Evolution. Nee, es ist schon... Es ist Evoland? Gesucht für einen Titel, in dem alles, was JRPGs quasi immer typisch gemacht haben, alle verschiedenen Sachen, Top-Down und Turn-Based Combat und ja, alles das vereint und das ist Evoland. Richtig, yes. Absolut korrekt. Sie aber du hast es jetzt wegen dem Wort Evolution genommen, oder wie? Ich dachte, es wäre so offensichtlich. Wie heißt das Spiel, was alle nutzt Evolution so in alle JRPGs? Ja, das ist Evoland. So, das war so, ist das jetzt so? Gibt's noch? Er meint leider den RPG Maker. Ja, den kenne ich. Nee, der ist falsch. Aber Evoland war eine gute Antwort und die nehme ich. Aber RPG-Maker wäre richtig. Ich dachte mir so, ja, oh, Evolution Spore. Und dann ging es weiter. Die Antwort suche ich nicht und Paul gibt mir die nächste Frage. Ich nehme... Synchronsprecher 300. Synchronsprecher 300. Hören wir mal rein. Oh. Ah, das ist diese Scheiße. Diese. Aber ich halt die Fresse. Was willst du wissen? Das Spiel oder wer? Nee, das Spiel will er wissen. Ja, das Spiel will ich wissen. Du willst das Spiel wissen? Ja. Dann sage ich einfach mal Banjo-Kazooie. Und auch das ist natürlich absolut richtig. Ich wollte immer das Spiel wissen. Okay, sorry, ich dachte, du willst da wissen, wer da redet, weil das ist ja dieses... Nee, immer das Spiel. Das ist Banjo-Kazooie. Da hat sich der Voice-Actor sehr viel Mühe gegeben. Nee, ich dachte, Stardew Valley oder so. Banjo-Kazooie ist richtig. Ah, ist doch egal.
Ich dachte, ich wusste nicht, ob es Benjo war oder das Puzzleteil. Also, wo du die ganzen Puzzleteile hinbringst. Nee, Banjo-Kazooie war korrekt. Max, gib mir die nächste Frage. Ich hätte gern Ohrwurm 400, bitte. Ohrwurm 400. Genau. Genau. Richte die erste Sekunde. Jetzt. Das weiß man. Absolut. Ah, das ist easy. Das ich muss glaub, irgendjemand anders machen. Die erste Sekunde mache ich noch nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass ich es weiß. Aber ich warte noch die 3 Sekunden. Dann warten wir die 3 Sekunden ab. Ja. Die ganze, also das spezifische Spiel? Das spezifische Spiel, will ich genau. Okay, ich glaube, es ist The Elder Scrolls Skyrim. The Elder Scrolls Skyrim ist leider falsch. Das ist Oblivion. Oblivion. Scheiße! Scheiße, es ist wirklich Oblivion. Ja, können wir mal aufhören, Dalu Tipps zu geben die ganze Zeit? Also, ich weiß, dass es nicht Morrowind war. Also, ja, Sieg, der Sieg, der nur darauf basiert, Punkte auszuschneiden, so, der ist so, ja auch okay, nicht okay, okay. Kann ich gleich allen nochmal eine Kaffeepause geben? War ein bisschen extra Kaffee für Dalu. Kannst du mal nachgucken, Vlesk, ob wir das nicht sogar letztes Mal schon hatten? Nicht letztes Mal? Ja, ja, im ersten. Du alle Kaffeepausen. Nee, Oblivion. Nee, da hatten wir ein Zitat. Und das war, glaube ich, auch aus Oblivion. Die Wache von Oblivion. Ja, ja. Da hat jemand am. Am Hintergrund gehört. Da muss ich eigentlich punkten. Das ist bitter. Da muss ich eigentlich. Ah, das ist ja, aber. Vielleicht hast du ja noch bitter wie die Anno-Frage. Ne? Das war wirklich bitter. Ja. Das war echt scheiße. Achso, bei dir. Ja, gut. Ja. Weiß ich nicht, aber ja. Schreib dich nur die ab. Bin ich damit wählen? Ja, ne? Ja, bist du. Ich nehme, komm, weil es so schön ist. Timoji 400. Bitte lass mich raten. Entziffer. Nein! Nee, du bist ich darf auch mal Dalu. Tippen. So, Dalu, jetzt lass mal knallen. Komm. Martin, gib mir auch mal in die Emoji-Tasten. Ich hau mal in die Emoji-Tasten. Ja, ich darf ja nicht tippen. Wollt ihr das Spiel wissen? Na, aber her damit. Ja, sag super mal. Gerne. Nee, du kriegst das nicht, Paul. Ach, wieso denn nicht? Ja, weil das wird zu einfach, weißt du? Lass mich erstmal machen. Lass mich erstmal machen. Ja? Absolut. Ah ja. Nee, ich hab vielleicht schon eine Ahnung. Ich glaube nicht. Was ist denn das für eine Übersicht hier? Ist ja grauenvoll. Du musst mich erst arbeiten lassen. Genau, Freestyle. Machen kurz Brainstorming. Wir haben Zeit. Probieren mal Emojis. Ja, aber du darfst schon Emojis machen. Oh, ja. Also das ist, glaube ich, einfach. Ich weiß es, glaube ich, wirklich schon. Nein. Du musst mir aber wirklich... Aber warte, kommt noch. Du musst mir hier was geben. Es ist... Oh nein, was sollte ich jetzt... Wo findet man denn diese Emojis? In welche Kategorie fällt das denn? Okay, hier. Warte mal, ich bin noch dran. Ja, das verwirrt mich jetzt. Nein, das ist komplett gut. Was ist das? Das ist unglaublich wichtig, dass das da... Warte, und jetzt... Ihr müsst warten. Ja. Es muss doch eine Kategorie geben, die ich jetzt nicht nennen will, aber warum... Wie heißt das nochmal? Nee, wenn du nachdenken musst, ist falsch. Okay, scheiße, so gut. Gibt es denn hier... Ich hoffe, ich habe das nicht falsch im Kopf, das wäre jetzt Ihr kriegt jetzt peinlich, für die Emojis aber... von mir einen. Ja, Moment, kann er bitte die Augen zumachen? Ich muss eins suchen, das ist hier nicht drin. Okay, ich mach zu. Warte. Dann gib mir verlängere doch nochmal den Timer jetzt. Das Emoji suchen ist schlimm. Hey, aber du kannst es doch. Okay. Das nächste Emoji kannst du noch reinmachen. Jetzt komm, du! Hä? Das ist es! Was ist das? Ich hoffe, ich habe das nicht falsch im Kopf. Das wäre voll peinlich, aber ich glaube, es ist richtig. Also für mich gibt es nur ein prägnantes Spiel, was man damit jetzt in Verbindung bringen kann. Ja, hoffentlich das Richtige. Wenn nicht, tut es mir wirklich leid, ne? Hä, vor allem, wenn du nachdenken musst. Ja, wenn du nachdenken musst, ist falsch. Dann ist es falsch. Das ist ungemein. Ihr steht da förmlich. Also die Emojis, die schreiben es dir. Ich möchte das Emoji sehen. Also die Emojis, als wenn ich es ausgeschrieben hätte. Also, das. Which Death Gun Chicken King?
Oh, das ist ja so scheiße. Hä? Das ist ja, also. Du sabotierst mich. Du bist so weit vorne, dass du sagst, komm, jetzt hau ich mal richtig die Scheiße in die Tasten, also, Alter. Es ist mach doch einfach 5 Kack-Emojis. Okay, komm, also, zeig jetzt. Ich zeige euch mal, was ihr gemacht habt. Dalus-Emojis waren die hier. Was ist das? Das ist ein das maskierter war, Mann. Marty war ein bisschen minimalistischer. Ja. Talus Version ist spitze. Also ich hab das. Ja, Chicken, ja. Irgendwas mit Chicken. Ja, irgendwas mit Chicken, der Chicken King, ne? PUBG? Ja. Ja. Ja, aber das. Aber das ist das, was Paul gesagt hat. Das weißt du auch gesagt, nur Widget. Wegen Matti. PUBG weißt du nur wegen Matti. Ich sehe da einen Player Unknown, maskierter Mann. Ja, das ist so eine Hexe, halt, ne? Das ist bei mir ein maskierter Mann. Ja, Widget. Und PUBG gesagt. Wirklich, das ist bei mir so ein Mann mit Maske. Bei mir ist ein Superheld. Oh, das ist natürlich PUBG. Ja, Chicken Dinner. Der Erfahrung nach, wenn du jetzt einfach nur. Also, ja, das Huhn. Die Wörter, versuchen zu schreiben mit Emotes funktioniert nicht, weil die Leute denken anders. Du musst irgendwas mit dem Spiel in Verbindung bringen. Das Problem bringen. Ist, das Huhn habe ich in den letzten 4 Sekunden mit Sonne gefunden. Und so, das funktioniert nicht. Ach so, stimmt, Dead by Daylight war unmöglich. Witch Death and Chicken King. Der Chicken King, der war schon gut, ja. Aber Chicken King. Aber das, wenn jemand ein Spiel entwickeln würde, das Witch Death Gun Chicken King heißen würde, ich würde es kaufen. Aber das ist natürlich. Das stimmt schon, bei irgendeinem Indie-Studio. Das ist ja komplett absurd, dass das Emoji bei allen Leuten anders aussieht. Also bei mir ist es ein, ich glaube, ich interpretiere das nur anders. Nein, der hat bei mir so eine, ja, wirklich glaube, so eine Maskerade. Also wirklich wie so ein, bei einer Maske. Wenn ihr eine andere Windows-Version auf Browser, ne? Wenn der eine Windows 11 und Windows 10 hat, da gibt es da natürlich Unterschiede. Ne? Ja, und vielleicht auch andere Browser. Unterschiedliche Emojis. Browser kann auch einen Unterschied machen, klar. Sogar den Player Unknown habe ich dir gegeben. Das war. Ja, der Toten. Der, ne? Chicken Dinner war. Marty hat das schon gut gemacht. Du hättest einfach Gummi für Rubberbanding hinschreiben. Dann hätte ich es gewusst. Also wenn ich nochmal mit Dalu einem Team bin, ich weiß, er schreibt die Wörter Wort für Wort. Oder einfach so ein brennendes Haus. Chicken King und Dalu ein brennendes Haus, da hätte ich gesagt, Serveranlagen, die PUBG. Dalu. GeoGamer 400. GeoGamer 400. Golden. Golden. In den Chat. Ja, da muss man schon mal. Gold. Omega Pog. Chat. Omega. Ja, hätte ich jetzt noch mein volles Risiko, ne? Ihr kriegt von mir gleich eine Karte. Und auf dieser Karte markiert ihr bitte, welche Stadt der Hauptspielplatz von Assassin's Creed Unity. Na, bin ich so raus. Unity. Oh Gott, ich kann. Könnt auf dieser Karte mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen zoomen und so. Achso, ja, es gibt zwei und so. Unity. Kann man zoomen? Ja, es gibt da diese Button. Ach, da, es ist. Ah ja, tatsächlich. Und nicht perfekt gelöst, aber. Wer hat. Digga. War das mit den, wo man über Handy auch Sachen machen musste und so? Das sind Teile der Hauptspielreihe. Ja. Bei den Fragen, der nächste Pointer. Der Pointer, der am nächsten am Zielrand ist, gewinnt. Und es muss die richtige Stadt sein. Ja, so Stadt. Da mache ich genau in die Mitte von den beiden. Das ist so. Warum gibt's? Ich dachte, wir spielen die Computerspiele. Ja, das ist halt original. Ich weiß nicht, auf welcher Teil Unity war, Alter. Ich bin doch voll raus. Aber auf wie vielleicht? Maybe? So, jetzt mach Ende, komm. Die wissen es nicht. Ich weiß es vielleicht. Ja, mach Ende. Ja, sehr gut. Dann seid ihr eingeloggt. Boah. Das sieht schön aus, oder? Aber es gab doch irgendein Assassin's Creed Teil. Wo bin ich überhaupt? Ihr habt alle eingeloggt. Ich hoffe, du bist in dem. Und ich bin. Ich muss es sagen, ich bin sehr überrascht. Bitte lass mich im richtigen Land sein. Ihr habt alle das richtige Land getroffen. Jeder einzelne. Oh, Gott sei Dank. GeoGamer bin ich. Dann gewinnt Dalukat. Scheiße! Weil ich safe in Paris spiele. Alle hier. Und wir haben gesucht. Aber spielt doch nicht Paris, oder? Es spielt doch in Paris. Ich dachte nicht in Paris. Verdammt. Ich dachte Paris oder London, also ungefähr in die Mitte. Ich habe das nicht gespielt. Ich dachte, es wäre eher so ländlicher so. Paris ist richtig. Ja, mein Problem war, ich musste Frankreich finden. Ja, wobei, ne? Es immer Paul sehr lustig ist. Ich zeige euch mal das Ziel. Seht ihr jetzt ja, auch? Ja, nee, ja. Oh, vielleicht auch ich.
Hä, ich sehe es nicht. Also, wenn das die Nase ist. Das ist ganz nah an der roten Markierung, glaube ich. Das ist ganz klein. Das ist gelb, das ist noch nicht perfekt gelöst. So diese kleine gelbe Markierung. Ich rutsche nochmal ein bisschen runter. Ich kann dir mal sagen, dass. Also, Marty ist am weitesten weg mit 10 Pixeln. Ja. Ist schon sehr nah dran, aber. Oha, das weißt du, krass. Paul ist mit 9,9 Pixeln. bisschen näher dran. Alter. Dalukart ist 5,8 Pixel entfernt und Max 6,03. Oh! Minimal weiter weg. Minimal weit. 0,2 Pixel weiter entfernt. Damit kriegt Dalukart 400 Punkte. Und? Ich bin schon stolz, dass ich das richtige Land hatte. Das weiß ich. Das hab ich auch. Ich hatte richtig Schiss, dass ich da nicht Frankreich treffe. Aber es gab doch irgendeinen Assassin's Creed Teil, wo du irgendwie mit Handy dann irgendeine so Daily-Scheiße machen musstest oder so. Naja, ist doch egal. Assassin's Creed, ey, ich bin da so, ne? Ich hab kein. Was läuft denn da inzwischen in diesem Frame? Hast du nicht eher Watch Dogs? Nee, nein. Okay. Vielleicht nicht 0,2 Pixel, aber so in der Maß an halt die Mods hier hingeschoben. Also es ist sehr knapp gewesen, sehr, sehr knapp. 0,2 Unterschied in der Distanz. Sehr, sehr knapp. Sehr knapp. Ja, was eine geile Frage, ey. Das habe ich nicht kommen sehen. Dalu, du hast damit logischerweise auch den Joker jetzt, ne? Was, aber, das ist eine Geofrage, oder? Ne? Den werde ich nicht einlösen. Das ist keine Geofrage. Ist das bekannt? Aber ich sag dir auch nicht, was es ist. Dann sind sich den nicht. Nein, wir können natürlich trotzdem, also wenn das nochmal Geo ist. Ich hab den aber dann umsonst vorbereitet. weiß nicht, Dalu, warst du gerade dran mit GeoGamer? Ja, ja. Musst du dran sein, glaube ich. Ohrwurm 200, bitte. Ohrwurm 200. Stereo für die volle Power. Volle Power, erste Sekunde. Das sind die Fall Guys. Oh ja. Das ist natürlich absolut richtiges Fall Guys. Und damit kriegst du 200 Punkte. Ein Musiktitel, den man verdrängt, weil er Trauma bringt, ey. Boah. Nach 3 Stunden Folge ist dein Gehirn so. Ja. Max, du kannst da. Kannst du gerne die nächste Frage. Ey, ich versuche das nur zu verkraften. Synchronsprecher 200. Synchronsprecher 200. Richtig von mir. Direkt die komplette Voiceline, ich hätte gerne das Game. Das genaue oder die? Ja. Ach, sag einfach, was du denkst, weißt du. Golden kommen! Rare! Golden Rare! Ja, Hearthstone! Ja, es hat erst richtig. Nicht, es hat erst nicht gebuzzert. Ich musste 5-mal drücken oder so. Ja, mehr Multiplayer-Games, bitte. Ich hab wir müssen Leertaste mal einführen für den Buzzer. Ich war da bei Resident Evil 4, das ist der Händler. Nee, immer wenn man gezogen hat. Golden, Golden, kommen. Ja, ist richtig, 200 Punkte. Stark. Mann, warum nur 200? Ja, weil das leicht war. Das war, na, dachte mir, das kennt halt jeder. Ich dachte, jetzt kommt wieder. Kommt später vielleicht. Hello. Wen haben wir? Marty, glaube ich, ne? Max war, glaube ich, gerade dran. Ja. Grundsprecher. Ja, du, nehmen wir doch mal Indie 200. Ne? Ganz Indie entspannt. Indie 200. Texteingabe. Okay. Es ist eine Schätzfrage. Schätzen, oder gibt's wie? Oh je. Weniger. Haben wir einen Timer nächste, oder nicht? Der nächste liegt dran. Ja, ich mach den Timer irgendwann an. Gebe ich aber Bescheid. Okay. Ja. Frage Bescheid, ist jetzt nicht so schwer. Entweder wisst ihr es halt oder wisst es nicht. Wie viele Körbe muss man in der Phasmophobia Pre-Game-Lobby werfen, um ein Easter Egg auszulösen? Hä? Boah. Das ist aber eine sehr spezielle Frage, du. Also ich weiß zumindest, dass es das gibt. War das jetzt? Haben die das so ganz billig gemacht? Ich sag, okay. Das würde zum Spiel passen. Ja. Danke an Gnu für die Frage. Hat Gnu das absolviert, diese Aufgabe? Nein. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber die hat mir letztens gesagt, hey, pass mal auf. Okay, danke, dass schon gesagt, mal gesagt, das wäre doch eine gute Frage. Und da habe ich mich irgendwie dran erinnert. Heute. Dann ist es schon mal mehr als 3. Ja, safe. Allein ich habe da schon mal... Na, sei es nicht.
Boah, was ist denn? Ach komm. Gönn noch mal. Was, Phasma und Indie-Spiel? Das ist nicht ja, klar. Nein, von Ubisoft. Das wurde doch von zwei Leuten entwickelt. Ja, ja. Es ist. Echt krass. In den Titel. Ja, wir haben von Marty 13. Ja, 13 ist ja, weil zu ich niedrig. Dachte, ich muss die Zahlen und sagen. So, ne? Und dann haben wir relativ ähnliche Zahlen. Ich hab passen können. Die beiden. Und die hier. Als ob. Ja, als ob sich da Leute Sinn. Eine Stunde lang hinstellen. Es ja, dauert keine Stunde, 10 Minuten. Werfen. Ich glaube, jetzt muss ich aber leider Blitz so denken. Donner. Es ist auch ein sehr billiges Easter Egg. Ne? Es ist wirklich komplett schwachsinnig, wenn man die Anzahl an Körbe wirft, dann donnert es einmal kurz. So. Das soll man auch noch dann checken. Das ja. Ist damit zusammen. Und das passiert, wenn man genau 666. Ja, das war dann der Kleine. Ja. Das ist die andere gruselige Zahl. Aber ich dachte mir, wer wirft denn da 600 Körbe? Man kann Idiot, von unten reinwerfen. Du stellst dich unter den Korb, wirfst ihn und schenkst ihn wieder direkt. Und dann geht das ganz schnell. Oh, Jesus. Das war instant. Ja, aber du musst halt trotzdem 10 Minuten sowas machen. Ja, wenn du mit Lara spielst, wartest du eine halbe Stunde. Dann macht man das. Da hast ja, du vollkommen recht. Ich habe versucht, diese Spraydose in den Korb reinzuwerfen. Man kann die nicht so hoch werfen, leider. Ey, wenn hier direkt, weil du es angesprochen hast zur Info, also die hat morgen Geburtstag, falls ihr gratulieren wollt. Aber erst hätte ich gerne von Dalu eine Frage. Timoji. 600. Ich kann nicht. Finde ich gut. Ach, wieso? Okay. Das ist okay. Crazy. Wirklich? Das ist nicht. So die Antwort ist Chicken King. Du weißt schon, was ist? Ich bin so ready, sage ich. Achso, du bist so ready. Okay. Easy. Push dich, Paul. Also Martin, ich habe nicht gesagt, wieso, weil ich mit dir spiele, sondern warum ich wieder Timoji. Nee, aber das Ding, okay. Das Ding ist, Dalu, ich kenne jetzt ja deine Denkweise, ne? Und vielleicht ist das jetzt ja. Ich wollte nur, dass du das nicht, dass das Team ist. Keine Sorge. Chris, nur, dass du Bescheid weißt. Also Henno hat mich so gepusht, wir nehmen beide volles Risiko. Ja, das macht ihr nicht. Nächste Runde. Habt ihr auch gar nicht. Schade. Ja. Wir haben schade. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr diesen Titel. Emojis überliefert. Okay, das ist ja. Das ist ja so easy. Okay. Okay, mach ja. Timer, mach Timer, mach Timer. Nein, bitte noch nicht. Mach Timer, schnell. Hallo. Mach doch, Vles, bitte. Nein. Wie, war's das oder kommt da noch was? Hey, das ist ja wohl so easy! Muss ich hier wirklich die Emojis suchen oder kann man hier wirklich. Ich muss hier reinschreiben. Du kannst in einem anderen Fenster. In einem anderen Fenster kannst du einfach. Kannst du mir bitte noch mehr Infos geben? Das ist nicht dein Ernst, Paul! Hey, es gibt. Look at this! Okay, wenn du das so sagst, dann. Ich gebe euch jetzt. Dann kann es nur eine Sache sein. Timer läuft jetzt. Was? Wie kann denn jetzt schon ein Timer laufen? Perfekt. Sehr gut. Der Timer ist jetzt aber echt fies. Nein, das ist genau richtig, weil das ist ja so easy. Halt man das so? Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, das ja, ist ja. Der Timer für die Emojis. Ne? Komm schon, ach so, Marty. Okay. Warte, ich. Also, wörtlich denken. Nein. Nein, da musst du nicht wörtlich denken. Was siehst du? Was, wenn du diese vier so zusammentust? Was ist das? Und ihr kriegt jetzt einen Timer für. Mann, ich bin gerade nicht sicher. Paul, mach keinen Scheiß jetzt. Siehst Scheiß. Du, was ich geschrieben habe? Klar. Ist mein letztes Wort richtig oder falsch? Och, guck mal, Henno, wie findest du das, dass er überlegen muss, ob sein letztes Wort richtig ist? Das finde ich scheiße, beides. Das finde ich grauenerregend. Ey, Dalu, also wahrscheinlich, wenn ich es gleich sehe, ne? Aber. Mach keinen Scheiß, bitte! Ja. Wie findest du das, dass er drüber nachdenken muss? Das zweite Wort kann man nicht falsch schreiben. Es ist eine Katastrophe. Ich krieg wieder keine Punkte. Also ich kenn kein Spiel, was Max, Angry Knife Space Comet heißt. Ich hab noch was dazu geschrieben. Nein, bitte. Jetzt weiß ich, warum du so eine Panik hast, weil natürlich. Es ist ausgelockt, oder? Es ist eingeloggt. Also Ass kann man nicht so falsch schreiben. Sehr gut. Ass kann man nicht falsch schreiben, tatsächlich. Aber ich habe Imposter falsch geschrieben, glaube ich. Ist das Among Us? Ja.
Das soll Among Us sein? Das ist doch scheiße, wenn der jetzt wieder Punkte kriegt. Ja, aber kriegen wir nicht. Dead okay, Space warte. Hier. Ha! Und das hätte auch ja, zu den Modus gepasst. Ich versuch's einfach jedes Mal. Ja, auf der anderen Seite gesagt. Okay, da Moment, war... Moment! Hello, was ist wie das? Besser. Das ist ein Astronaut! Das ist alles! Wie? Was hat denn Space mit Among Us zu tun? Was mit Among Us zu tun? Martin? Was hat denn Space mit Among Us zu tun? Das spielt im Space! Ja, das ist doch viel zu viel, was du... Du musst es doch simpel halten. Ich hab ein rotes Emoji. Ich denke doch bei der Sternschnuppe nicht an Among Us. Rotes Emoji mit Messer, das ist der... Das ist Quatsch. Imposter-Syndrom, der Among Us. Aber Martin hat, glaube ich, auch noch nie Among Us gespielt, oder? Doch, ich kenne Among Us, aber ich hätte es nicht erraten anhand der... Ich hätte einen Geist gemacht oder so vielleicht für Among Us, glaube ich. Ey, aber das war sehr gut. Sorry, Mats. Ja, das hätte aber nicht geklappt. Als du gefragt hast, wie man das zweite Wort schreibt, habe ich mir ja. Ihr habt jetzt alle mal so ein bisschen reingeschummelt. Beim nächsten Mal unterbinde ich aber jegliche Kommunikation. Ja? Weil ihr redet immer so ein bisschen miteinander. Das ist nicht. Aber ihr habt jetzt alle mal ein bisschen reingecheatet. Nächstes Mal nur Laute, ja? Aber das. Also ja, also UA. Oh, kannst du machen, so wie ein okay, Sims quasi, cool. Ja, aber... Ja. Okay, ab jetzt mit Facial Expressions. Das hätte nicht gereicht, das Emoji, wenn wir nicht bei Vlesk im Quizstream gewesen wären, sag ich. Ich hätte natürlich auch 8 Stück davon ballern können, aber ich glaube, das ist dann eher verwirrend. Ja, es war ja auch die 600-Punkte-Frage, ne? Und das Among Us wirkt so übel easy, aber ich finde, das in Emojis zu beschreiben gar nicht so leicht, tatsächlich. Dass du den Astronauten reingemacht hast, dachte ich mir so, ja, okay, da habe ich gar nicht dran gedacht. So, wenn man einfach ein Messer reinmacht oder so, ja, könnte halt alles sein. Das war der rote Imposter, da war das. Der rote Imposter. Paul. Man hätte auch alle Farben setzen können und dann einen Astronaut, aber ich glaube, das verwirrt dann auch. GeoGamer 500. GeoGamer gefällt mir am besten, muss ich sagen. 500. Ja, da bin ich gespannt, ob dir die nächste Frage auch gefällt. Nintendo, geil. So, Abfahrt. Oh, ja. Seht ihr eine Karte? Ja. Hau raus. Mhm, ja, mhm. Die ihr wahrscheinlich kennt, das ist die Elden Ring-Karte. So okay. Easy, ich hab jetzt schon. Ich war noch auf 400 reingezoomt. Paar Stunden habe ich gespielt, ich bin's. Das reicht nicht, kann ich dir sagen. Scheiß, dann weiß ich ja, wo es ist. Ich sag dir, wo alles ist. Das wirst du auch brauchen. Es gibt nämlich ein Easter Egg. Die kenne ich teilweise. Kenne ich alle. Ja. Lass mich einfach die Frage vorlesen. Gerne. Wohin muss man in Elden Ring reisen, um eine Anlehnung an den Eisernen Thron aus Game of Thrones in beiden Händen zu tragen? In beiden Händen? Das hat mich jetzt einfach auszurüsten. So. Weißt du, es gibt eine Anlehnung in Waffenform an den Eisernen Thron in diesem Spiel. Wohin muss man reisen, damit man dieses Schwert kriegt? Fuck, ich glaube, ich weiß es. Shit, keine Ahnung. Warte, was heißt denn in beiden Händen? Ist das ein Gag? Es ist anscheinend ein Zweihänder. Es ist ein Schwert, ne? Boah, wenn um das in Händen ist, zu tragen, ne? muss man das erstmal kriegen. So. Wohin muss man? Ist die Karte so low auflösend? Ich sehe ja gar nichts. Hä? Ich habe alle Waffen collected. Ich weiß nicht, was du meinst. Dann kenne ich einfach das Easter Egg nicht. Hast du Game of Thrones gesehen? Ist das überhaupt das, was ich suche? Ja. Nee. Ja. Ich habe eine Idee. Hä? Ich habe keine Idee. Also in Anlehnung an den Thron? Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Der ist halt aus Schwertern. Wenn das richtig ist, dann knutsche ich wen ab, wirklich. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ja, also da gibt es ein Schwert, das ist schwer zu kriegen. Da gibt es ein Schwert, das ist schwer zu kriegen. Ich habe keine... Wie war die Frage nochmal? In Anlehnung an den Thron. Es gibt ein Schwert, das genauso aussieht wie der eiserne Thron. Ein Schwert. Echt? Es besteht aus sehr vielen Schwertern. Ja. Ich gehe dazu. Ah, warte, ja! Oh, easy. Nein, wieso mich reicht schon nicht. Sehr viel geholfen. Kaffeepause. Warte, wie bewege ich unten das Bild? Wie bewege ich es unten? Das waren so viele Tipps. Wie bewege ich unten das Geld? Wenn ich reinzoome, bin ich ganz links oben in der Ecke, da ist alles schwarz. Du musst in dem kleinen Ding das bewegen. Oh, Zeit abgelaufen, schade. Ärgerlich. Egal, ich bin trotzdem sowas von richtig. Ich habe eh schon sehr viel geholfen. Das war großzügig, würde ich behaupten. Das ist frech, weil ich es nicht weiß. Mein Gott. Jetzt bin ich gespannt. Okay, holy shit. Das hat richtig Es gibt ein Schwert in diesem Spiel, das besteht aus ganz vielen Schwertern, die so zusammengeschmiedet sind. So wie der Eiserne Thron im Endeffekt. Ne? Ja, genau. Ich wusste das, nicht, dass mit der das auch zu tun hat. Roten Bergfried ist, habe ich die rote Insel genommen. Ich habe die Mitte genommen, in der Hoffnung, dass sie alle falsch liegen.
Das sehen wir. Das ist somit auch die erste unique Waffe, glaube ich, die man kriegen kann. Ja, denke auch. Ja, dann ist, glaube ich, RIP. Deswegen ist man nicht im roten Bereich, Paul, das kann ich jetzt schon mal sagen. Schade. Weil das ist nicht das Anfangsgebiet. Dalu und Paul, kann ich sagen, sind raus. Schade. Die beiden hier. Ach, du Scheiße! Na, ist da unten auch Schnee? Mann, mir gönnt man doch gar nicht! Verwalder, ne? Deswegen, hätte ich reinzoomen können. Da zoome ich noch härter ran. Da bin ich näher dran. Das ist nämlich südlich. Nee, warte. Nein, da. Oder doch. Ja, doch. Ich glaube schon. Sag ich mal, wo aber das selbst Ding ist, wenn man 400% ranzoomt, dann ist es immer noch schwer zu hitten. Ja, okay. Schon. Schon. Ich kann leider jetzt beim Antworten auch nicht mehr so ganz rein. Das ist, kann ich das nochmal erinnern? Ja, ich mache jetzt einen Timer an. Nächste Frage kommt dann. Ich zeige euch mal, wo es das Ding zu finden mit den weniger Punkten, ne, würde ich sagen. Gerechtigkeit und so. Gut, die müssen wir da eingetragen. Aber ist doch dann der eindeutig blau. Ich tatsächlich gar nicht. Hey, gar nicht. So eindeutig blau. Hä, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, ja. Das stimmt nicht. Aber ich gucke, ich habe die Map, ich mir den Link rauskopiert. Ich weiß genau, wo es ist. Warte. Danke draus an den Bonjour Boss Rush, by the way, ne? Naja, aber Moment, aber es muss doch, denken wir gerade wirklich darüber nach, es muss doch eindeutig blau sein. Das Kreuz ist überblau und blau ist das als Kreuz ist da. Nicht richtig. Ich wiederhole. Also, das ist ein Nein, Fall. Das Kreuz ist nicht richtig. Deswegen, es ist die kleine Insel da. Ja, ich glaube, Hennus ist näher nur dran, aber es ist ein bisschen gemein, ne? Nur die Burg gedacht, ist halt dass, da, wo die Markierung ist. Ich hätte nicht gedacht, dass der kleine Unterschied dann entscheidet. So. Oh, das muss ich kurz rausholen. Wie heißt das Schwert? Na, es ist ja direkt vor der Küste. Also ich glaube, der weiter unten ist, hat tatsächlich recht, fürchte ich. Ja, I'm aber afraid. Der Bossfight ist ja mittig auf der. Na, er spawnt unten im Süden, aber nee, er rennt ja. Habe ich den Link nicht rausgesucht. Der ist auf ins Wasser gefallen, der ist direkt an der Wassergrenze. Crafted Blade Greatsword. Ja. Ey, selbst wenn ich die Punkte jetzt nicht habe für die Ehre. Ich hab's gewusst. Ja. Ich muss auch sagen, ich Blade, stand total auf dem Schlauch. Das Crafted Blade Greatsword ist an der nordwestlichen Küste dieser kleinen Insel, die ihr seht. Doch Nordwesten. Und Marty ist, wenn man das vergleicht mit dem Link, den ich euch auch gerne schicken kann, dann seht ihr. Krass. Oh. Dann seht ihr, was ich meine. Ne? Ich mach einen Screenshot raus hier. Das ist einmal hier. Und damit ist Marty näher dran. Relativ eindeutig. Leon schreibt mir gerade. Bonjour Leon schreibt mir gerade, er ist stolz auf mich. Dankeschön für den Bonjour Boss Rush. Ach man, wer ist im Norden gewesen? Weil ich das Ding immer gerusht habe. Ich habe es nicht genau eingetragen, aber es ist Nordwesten und Marty ist, glaube ich, genau drauf. Und, ja, GG. Und kriegt dann richtig Punkte von mir. Ja, aber Schnee auch nur, weil ich das Ding dann halt irgendwie 20 Mal gelegt habe, ne? Sonst wäre ich auch nicht drauf gekommen, wo es nochmal war. Weil eine spezifische Waffe in Elden Ring ist schon eine harte Frage, so. Nö, ja, das finde ich geht. Aber ich das, geht. Das ist halt so eine Waffe, da kommt man immer relativ schnell vorbei, glaube ich. Ne? Ja, da kommen alle dran vorbei, weil du musst den Boss ja auch legen. Mhm. Ich muss nur erstmal drauf kommen, dass das Game of Thrones Schwert ist, weil es ist mir gar nicht das so krass aufgefallen, die Schwertform. Genau, das fand ich schwer. Deswegen ja, das habe ich schon mal so ein bisschen erklärt. Weil ich dachte so, okay, Easter Egg Schwert, hier, naja, gibt es halt auch noch andere prominentere Waffen, sage ich mal. Ja. Paul. Ja. Ach so, ich bin gerade sehr enttäuscht darüber, dass ich keine Zeit hatte für Elden Ring. Du hast gar nicht gespielt? Nee, da bin ich, als es rausgekommen ist, ungefähr bin ich gerade Vater geworden, glaube ich. Ja, aber guck mal, wenn du immer Wii Sports spielen würdest, dann spiel doch Elden Ring. Zum Beispiel. Ja, ich verstehe das. Synchronsprecher 500. Synchronsprecher 500. Spitz die Lauscher. The events of the past year are unbelievable. Kann auch sein, dass ich mich total irre, aber es ist Diablo 2? Oh. Das ist. Das hätte ich dazu sagen können, ne? Das ist Diablo 1, 2, 3. Ist komplett egal. Die Frage ist richtig beantwortet. Das ist Deckard Cain und den gibt es in allen Diablo-Teilen. Oh, nicht schlecht. Hätte ich dazu sagen müssen, ne, aber Franchise war hier in Ordnung. Diablo ist richtig. Stark, stark. Sehr gut. 500 Punkte für Paul. Jetzt bin ich und wieder, ne? Max, gib mir die nächste Frage. Ja, in die 300.
in die 300. Texteingabe. Texteingabe. Schätzfrage. Wie viele einzelne Durchläufe werden im Indie-Titel Brotato mindestens benötigt, wenn man jede Gefahrenstufe mit jedem Charakter mindestens einmal abschließen möchte? Jede Gefahrenstufe mit jedem Charakter. Sagst du mir, wie viele Charaktere und Gefahrenstufen es gibt? Warte mal, das wäre voll nett. Wie viele einzelne Durchläufe werden im Indie? Okay, verstehe. Mit jedem Charakter, jeder einzelnen Gefahrenstufe. Warte, ich hole einen Rechner raus, ja? Weil Kopfrechnen ist fürchterlich. Also könnt da ihr ein bisschen mehr reden nicht oder Stein so? Sein. Okay, ich bin ready. Ihr habt auch alle so Potatoes vier Zahlen denn? Eingegeben, ne? Vier, ne? Vier. Ja, wie viel gegeben? Habt ihr so vier, oder? Vier verschiedene vier? Zahlen? Ja, ich hab... Wie viel? Vierstellig ist nicht. Ja. Aber ist schon hoch. Ich hab keine Ahnung. Ja, also wenn ich das nicht... Achtung, der Timer jetzt. Läuft. Also wenn... Brauch ich jetzt eine Eingabe? Okay. Ey, das war... Meine Null ist nicht mehr mit durchgekommen. Das ist schade. Das ist, Das kann gut oder schlecht sein. Das kann gut oder schlecht sein, das kann ich ja schon mal sagen. Wenn das jetzt richtig ist, wäre witzig. Ich wollte eigentlich eine Null dranhängen. Kann ich dir sagen, dass es... Aber ich weiß es eh nicht. In dem Spiel 32... Charaktere. Oh, okay. Das ist weil es gibt 59 Achievements und ich habe da Pi mal Daumen ein paar abgezogen, weil es halt auch Achievement, also die meisten Achievements sind, Spiel mit dem Charakter auf Gefahrenstufe 5. Aber jede Gefahrenstufe ist doch nicht jedes Achievement, oder? Richtig, aber ich habe daraus geschlossen, ungefähr wie viele Charaktere es gibt. Und das gucken wir uns an. Das hat mir gesagt. Oh. 500, 100, 250, 35. Gibt 32 Charaktere. 5 Gefahrenstufen. Kann man sich relativ easy ausrechnen. Da kommt man auf 192. Und das Max ist noch nicht genau drauf, aber am nächsten das dran. Das war viel zu knapp. Und kriegst du mit krass, aber dann gibt es echt mehr Achievements abseits von Gefahrenstufe 5 durchspielen, als ich dachte. Mhm. Also es gibt 6 Gefahrenstufen, nicht 5. Gefahr 0 bis Gefahr 5. 32 oh, mal 6, lol! 20. True. Ja. True, krass. Also es gibt Gefahr 5, ja aber 0 gibt's ja auch noch, sprich insgesamt 6. Ja, ja. Oh, da hab ich Glück gehabt. Es gibt 32 Charaktere in Brotato, das ist ja insane. Ja, und tatsächlich macht das Spiel das relativ gut. Jeder Charakter gibt dem schon so mal einen eigenen Flair. Also ist das nur so ein bisschen angelehnt visuell an Binding of Isaac oder ist das von denen? Nee, das ist nur visuell. Nee, es ist angelehnt. Okay. Es ist angelehnt, ja. So, wenn du Binding of Isaac und Vampire Survivors. Ja, nee, die Grafik von diesen Monstern auf bisschen lange alleine lässt, zeigt, dann sieht das so aus. Kriegen die irgendwann ein kleines Potato. Hast du nicht gespielt, Alucard? Nee. Boah, krass. Hol das nach. Ich hab aber von den Spielen habe ich alles verpasst. Ja. Ich habe Survivor.io gespielt. Wann kommt die Frage? Aber du bist generell so Roguelikes und so spielst du nicht so viel, oder? Ja, so nicht top-down. So, wenn Roguelike-Elemente in anderen Spielen drin sind, finde ich es eigentlich immer ganz geil. Also, jetzt gerade in WoW gibt es auch wieder so Quests, wo das auch wieder ist. Ich habe tatsächlich mit Matteo eine Wette gehabt, wer als erstes alle Charaktere auf Gefahrenstufe 5 durchspielt. Er hat gesagt, er färbt sich seine Haare pink, wenn ich das vor ihm schaffe. Ich habe es deutlich vor ihm geschafft. Haare pink. Aber, jetzt aber Matteo steht nicht zu seinen Wetten. Jetzt, Matteo muss mir eigentlich noch Eis vom Schwanz lecken. Tut mir leid, wenn. Also, es ist auch schon ein paar Jahre her. Aber er hat es bis heute nicht gemacht. Weil seine Haare sind auch nicht pink. Seine Haare sind auch nicht pink. Also, ich habe den Tweet gesehen. Das könnte man kombinieren. Eben. Ich habe den Tweet gesehen und war so kurz davor, drunter zu schreiben: Mit Matteo wetten ist komplett useless. Also, es bringt einfach nichts. Da wetten ja, vielleicht können wir wirklich beides auf einmal machen. Aber gut. Ich glaube, du kannst für die nächste Frage machen.
Also einfach mit ihm nicht wetten, Mann. Der, das, also um einen selbst zu pushen, ist cool. Ja, hat man einen Anreiz, aber der macht es nicht. Ja. Es sei denn, der belehrt mich als Besseren. Ja, also, Entschuldigung. Timoji, 200. Aber mal richtig 200. Raus, hier wollen die Dicken. Timoji 200. Spider-Man. Wer emojiet? Max und Paul. Okay. Geil. Max. Easy. Jetzt lass ich wieder richtig knallen. Pass auf. Okay, das Max. Wird so heftig. Easy. Ich bin bereit. Ich auch. Das ist so easy. Ah, okay, easy. Max. Das ist, ja. Sag das nicht. Doch, pass auf. Macht am besten gar nichts. Ach so, ja. Sorry. Ich bin fertig. Ach so. Dass du fertig bist, darfst du gerne. Ah. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ja. Wenn ihr alle fertig seid, dann lockt ihr einfach. Mm. Oh. Und dann gucken wir uns an, was ihr gesagt habt. Ja, okay. Na, ihr habt alle Gold Simulator gesagt. Ihr habt beide eine Ziege genommen. Aber wird am Anfang schon groß geschrieben, ne? Also wenn wir ja, so, jetzt sind wir wieder beim nächsten Kommentar in die Richtung, zieh ich dir 200 Punkte ab, Dalukan. Ja, schöne Lehrer-Vibes. Ja, vielleicht könnte eigentlich so ein guter Sportlehrer sein, finde ich. Ich mache nur nicht Sport. Ja? Nee, aber Sportlehrer muss ja gar nicht Sport machen, ne? Nee. Ja, das ist nur ein Jogger, muss ab und zu draußen einen rauchen. Ja, die stehen nur am Rand und judgen die Schüler. Ja, sehr gut. Da würde ich mich sehen, tatsächlich. Vielleicht nach, wenn Streaming irgendwann nicht mehr läuft. Ja? In der Grundschule in Berlin braucht man bestimmt. Safe. Du musst ja auch nichts vorbereiten. Stimmt. Also das ist der geilste Job und du hast Ferien. Jetzt hast du einfach, holt mal die Weichbodenmatratzen raus jetzt und dann. Aber als Sportlehrer die ganze Matratze raus, die benutzen wir aber gar nicht heute. Bombala. Du kannst die Kinder abwerfen. Martin, nächste Frage bitte. Wir müssen hier ein bisschen, wir müssen Ohrwurm hier ein bisschen 300. Anziehen, Martin. Ohrwurm. Aber was anziehen? Hast du gerade gesagt, ich bin nicht gut genug angezogen hier. Ja, genau, das habe ich gesagt. Doch, du hast alles anziehen, hat er gesagt. Du hast ein fantastisches Beanie am Kopf. Fantastisch. Ja, das stimmt. Ja. Erste Sekunde. Ja, hier. Au, meine Ohren. Das klang super komisch. Hä? Ich muss sofort an mach ganz weirde N64-Spiele denken. Gönn drei. Drei gönn. Binding of Isaac. Ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Mein Kack. Binding of Isaac. Ja, absolut richtig. Direkt nach Potato. Korrekt. Ich war noch am überlegen, ob ich frage, welchen Teil du haben willst. Aber ist egal, glaube, es ist actually in allen. Ist auch nicht dazu geschrieben. Ich glaube, es ist tatsächlich auch bei beiden Spielen derselbe. Bei beiden, sagen wir beide, okay. Ja. Binding of Isaac und Rebirth, oder nicht? Es gibt noch mehr inzwischen. Afterbirth. Also ich kann sagen, bei dem Brettspiel ist es nicht. Aber es ist ein DLC, oder nicht? Ja. Ja, bei Rebirth von Rebirth. Nee. Ja, das ist ganz weird bei denen. Ja, ich blick da auch nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Vielleicht. Wirklich. Keine Ahnung. Ist ja im Endeffekt dasselbe Spiel, so in. So krieg ich Punkte? Ja, hast du doch gekriegt. Hast du schon. Ja, ja, ich noch mehr. Ja, das war doch, so eine hast kleine Frage. Also ich hab Gefühl, ich gewinne ja nichts, wenn ich gewinne. Nein. Ja, Paul, Marty und Max, ihr kämpft noch gegeneinander. Dalu ist. Ja, ja. Nee, du siehst das falsch. Wenn Dalu nicht mehr Punkte hat als wir drei zusammen, ist es eine schwache Leistung. Ja. Ja, könnte passieren tatsächlich. Ich weiß nicht. Dalu, kannst du mir auch gerne die nächste Frage raus. Ja, dann gehen wir doch mal GeoGamer 600. GeoGamer. Ist klar, easy. Komm, jetzt gib mal eine Ingame-Karte, keine Weltkarte. Nintendo 64. Ach, komm schon! War ein Scherz. Frech. Deutschlandkarte. Oh, die kenne ich nicht. In welcher deutschen Stadt sitzt Gothic-Entwickler Piranha Bytes? Ja, das scheitert jetzt an zwei das Stellen kann hier, ja ne? So ein Achso, Moment, hier unten muss ich Gott. Raten. Das ist doch hier ganz klar.
Das okay. Ja. Was ist das für eine komische Karte, sag mal? Das ist Deutschland, ja. So, das ist... Ja, was eine komische Variante hier. Das ist so, Alter, das sieht, boah, sieht das gut aus. Oh mein Gott. Ey, als wenn ich keine Ahnung, sitz. Mann. Ich sage, das ist genau da. Okay. Machen wir einen Timer an, wenn ihr alle sagt, das ist genau da. Also ich sitze ja wohl genau drin. Ist das, oh mein Gott. Ich glaube schon. Ich habe keinen. Ich glaube, ich wohne da. Und dann gucken wir, wo ihr seid. Das muss es doch sein. Ist unten in Bayern oder was? Ja, safe. Mach ja. Bayern, mach Bayern. Log ein, Bayern. Ich bin jetzt so gespannt, was alle getippt haben. Bitte lass mich einfach nur auf der richtigen Hälfte oder so. Wir haben, zeige ich mal die Pointer. Marty. Oh nein. Ah. Keine Ahnung, wo die sitzen. Ich dachte mir, Wahrscheinlichkeiten. Und dann haben wir drei andere Pointer. Nein, die sind alle. Alle. Nein! Im Pott. Warum denn nicht Bayern? Warum denn nicht Bayern? Ja, weil in Bayern gibt es kein Internet. Ne? Da reitet man auf Kühen. Ich dachte, das wäre jetzt zumindest eine sichere Murmel, aber nein. Das ist leider keine sichere Murmel. Das ist eine kämpferische Bank. Es ist ganz weit weg von der sichere Murmel. Es ist für einen Spieler eine sichere Murmel. Und das ist Dalukart. Oh, nee. Oh nein! Warum? Ey, das ist wieder! Wie viele Pixel sind das jetzt? Am nächsten an Essen dran und kriegt dafür 6. Wie weit von da weg ist Köln? Ich habe überlegt, ob ich noch weiter in Westen gehe. Ich habe überlegt, aber also, ich nehme genau die Mitte. Natürlich wollte ich an Essen. Also Essen war meine Idee. Also, das weiß man, Jürgen. Also, das war also nicht Köln. Ja, das weiß man halt wirklich. Ja. Stark. Scheiße. Paar Punkte hast du noch, Dalu? Mann, das waren sogar wie viel? 600? 600. Ich krieg diese. Ich bin Gaming so schlecht. Ja, offensichtlich nicht schlecht genug, weil das waren 600. Ich habe ganz klar Köln getroffen. Ach. Ist nicht so weit auseinander. Oh, wolltest du Köln treffen? Ja, ich wollte natürlich da direkt an Essen ran, ja. Ich habe in Essen mal mit Tenendo, falls den jemand kennt, eine ganze Nacht am Bahnhof verbracht. Weil wir den letzten Zug verpasst haben. Und dann haben wir da jemanden getroffen. Wir haben dann, na gut, ist jetzt zu lange, wir wollen ja aufs Gas drücken. Yeah. Gaspedal drücken. Aber erzähl die weiter, während wir Timoji. Kannst du weiter erzählen, während Paul mir eine Frage gibt? Okay, pass auf. Wir haben Timoji 500. Wir haben die Nacht am Bahnhof verbracht, zusammen mit einem Niederländer, einem Franzosen, einem alten Typen, der hieß Rüdiger, der kam gerade vom Strich. Rüdiger? Und der hat nur Zigarillos geraucht. Und dann kam die Polizei, weil Rüdiger angefangen hat rumzuschreien. Das war komplette Trümmertruppe und arschwitzig. Wir haben auch ein Gruppenbild gemacht. Weed. Wir können weitermachen. Das ist nicht random, wer erraten muss und wer hier Emojis macht. Ich habe die Geschichte leider verpasst, weil ich nicht multitasken kann. Hättest du eine Reaktion gekriegt? Dalu. Warum diesmal. Was ich denn immer? Diesmal haben wir auch Emojis und dann sind einmal Dalu und einmal Paul. Ebene. Wir verstehen uns jetzt, weißt du? Hau raus, Paul. Komm, ich bin du. Du bist ich. Denk ja, wie ich. Ich hab auch schon den. Paul und Dalu, ihr sagt bitte am besten einfach nichts. Ach so. Ach so, ja. Ja. Mhm. Mhm. Warte, welches war denn das? Ich würde gerne was. Suchen wir ein Franchise oder genau ein Teil diesmal? Nicht reden, dachte ich. Ja, das ist ja eine Frage. Ich habe eine Frage. Darf ich jetzt da rein tippen in das Suchfeld oder nicht? Nein, du darfst in einem anderen Tab. Mach dir in einem anderen Tab irgendeine Emoji-Seite auf und da kannst du ja einfach raussuchen, Copy-Paste. Mit sowas? Hilft das? Achso, ich darf ja nicht reden. Wow. Ich muss mal ganz kurz mit meiner Mutter telefonieren. Er ruft einen Joker an, das darf der gar nicht.
Ey, Max, es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr geben, weil ich habe selber nicht gespielt. Ich muss kurz meiner Mutter die Tür aufmachen. Aber ich kann euch was geben. Timer. Ich habe noch keine Emotes. Ich seh noch nichts. Ich bin fertig. Emojis. Hä? Da ist nichts bei mir. Bei mir sind Emojis drin. Ich habe nur die ersten beiden gesehen. Bei mir ist nichts. Ich schreibe jetzt das. Das ist aber ärgerlich. Die sehe ich nicht. Das ist okay. Ich bin da wirklich fertig. Ja, wahrscheinlich, weil Copy-Paste nicht geklappt hat, ne? Ja, bei mir schon. Also ich sehe es ja sogar im Overlay, werden sie mir auch angezeigt. Alles entspannt. Marty, du kannst im Discord gerne gucken. Ich habe dir mal gezeigt, was Tolle hat. Warte, ich brauche eine Sekunde. Das ist aber klein im Discord, ne? Oh, ich weiß, was er meint, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Scheiße! Ha! Kannst einloggen. Timer. Marty. Ja, das sieht gut aus. Das. Ja, mal raten. Einfach mal raten, genau. Super. Das finde ich aber auch gut tatsächlich. Ich glaube, diesmal sind meine Emojis richtig nice. Ja, wir gucken uns die Emojis mal an. Das ist doch ein Baum, das erste, oder? Das sind schwierige Umstände hier. Genau, wir haben die beiden Emoji-Eingaben. Hey, ich sehe bei Dalukat auch wirklich nichts. Es ist einfach nur ein blaues Feld. Ist okay, es grounded? Ist ich sehe es tatsächlich. Nein. Ich seh's. Nee. Dalu hat einmal ein Stück Holz, dann ein Mann, eine Frau, ein Herz und ein Buch. Ja? Und ein Pärchen und ein Käfer? Durch das Stück Holz ist Marty anscheinend auf Super. Ey, wir waren fast dran, Marty. Also, ey, das ist immer. Ey, Marty, wir sind. Als du so reingeschrieben hast, dachte ich mir, ey, das wäre übel smart. Oh Mann, Herzchen. Ja. Das war der erste Guess. Was ist es denn? Ich komme trotzdem nicht drauf. Und die anderen nicht. It takes two. Reingeschrieben. Und das ist auch die Antwort, ja! die gesucht wird. Und die beiden damit sind aus Holz. Die beiden hier. Hättest du es einfach bei einem Pärchen belassen, hätte ich es gewusst wahrscheinlich. Aber ich kenne das Spiel nicht so gut. Ich weiß, dass die aus Holz sind. Und dann dieses Buch, ist dieses Book of Love, was sie wieder so ein bisschen zusammenbringen. Das Ding ist, ich punkte, wenn dann immer mit Paul zusammen. Hier ändert sich nichts. Oh, man hört dich nicht. Ja, das kann ja gleich passieren. Ist doch super. Muted, jetzt passt es wieder. Aber übel krass, dass keiner ground, dass du nicht grounded gesagt hast bei hier Menschen und einem Käfer. Aber dann hätte er wahrscheinlich einfach nicht das Pärchen genommen, oder? Ich dachte erst an Grounded tatsächlich. Hat er auch bis mir dann, ja. Ja, bis ich dann. Aber ich wusste, das kann er nicht meinen, weil. Dann hätte er auch vier Personen hingemacht. Ich finde, es ergibt auch Sinn. Also, ne? Also. Also Grounded wäre. Ja, mit dem Stück Holz und so. Dachte ich so, okay, warte mal. Ist auch ein sehr ähnliches Spiel. Ist doch klar, weil er so ein hartes Holz in der Hose hat. Ja. Und zum Abschluss wird dann romantisch Gedichte gelesen. Natürlich. Ja. Ich bin voll bei Marty, also Dalus Emoji waren halt einfach scheiße. Also ich bitte dich. Indie 600. Indie 600. Aber das ist voll geil, du gehst einfach weg, machst zwei Emojis, kommst zurück. Er hat. Ja. Ein bisschen ziehen lassen. Okay, das ist eine Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob ihr das haben werdet. Stell sie trotzdem. Welches Gemüse begeht im gleichnamigen Indie-Titel Steuerhinterziehung? Moment, der Indie-Titel heißt Gemüse? Oder nee. Der Name des Gemüses ist der Titel des Indie-Spiels. Okay, nee. Macht voll Sinn. Ich war gerade so schlau, ich dachte mir gerade, oh, das ist das Spiel mit dem Toast und dann ist mir aufgefallen, dass Toast kein Gemüse ist. Doch, für Streamer. Willst du einen Tipp geben? Also zum Beispiel, wie alt ist das Spiel in etwa? Wie lange ist es her oder so? Ich glaube, ein Jahr. Ist das Gemüse verpackt oder unverpackt im Laden erhältlich? Gibt es hier so ein Feld, wo man es malen kann? Ja. Ich kenn Indie-Spiele mit einem Stein als Hauptcharakter, mit einem Stück Brot, aber ein Gemüse. Doch, ich kann euch sagen, dass ich das Spiel. Ja, nee, das ist zu viel. Hast du das gespielt? Es ist. Ich
weiß nicht, wie es heißt. Spielt keine Rolle, denke ich. Würde man aber ich gebe euch einen Timer. Teilnehmer von uns beleidigend so bezeichnen? Ist es ein Lauch? Ja. Dachte auch an mich. Nee. Zeit ist rum. Ich kann dir sagen, ich kenne das Spiel aber nicht. Ich habe es auch nicht gespielt. Ich fand den Titel lustig. Das ist eine Rübe, ne? Aber wie heißt es? Es ist auch ein Spiel, im Chat kannten das genug Leute so. Das hat richtig gute Bewertung bei Steam, ist ein Jahr alt. Was? Das Spiel heißt, also die Antwort ist eine Rübe. Und das Spiel heißt Turnip Boy Commits Tax Evasion. Genau, das Spiel heißt nämlich so, aber ja. Krass, das kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie von gehört. Das ist kann ich auch nicht. Wirklich richtig gute Bewertung bei Steam. So, und ich fand den Titel lustig. Ich das dachte, das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen wie. Ja. Dieses, wie soll ich das erklären? Das hat denselben Stil wie dieses Zelda-ähnliche Spiel für PC. Mhm. Mit diesem, wo es auch einen zweiten Teil von gibt mittlerweile. Ah, ja. Tunic? Nee. Heißt das? Nee, das mit diesem Zelda-ähnlichen. Das ist auch so ein Zelda-Klon. Also, was heißt Klon? Das mit dem Fuchs? Ist das? Nee, das ist, glaube ich, neuer. Nee, müsste ich mal gucken. Irgendwas auch mit. Ja, ich war sehr überrascht. Das hat irgendwie so 5000 richtig gute Bewertungen bei Steam. Also 5000 ist ja schon nicht wenig. Und ist erst ein Jahr alt. Das beweist, Hummels dass Tax es alles ein Spiel aber gibt, oder? Ist, was für ein Genre ist das Spiel? Auch so Zelda-mäßig. Also so top-down, so ein bisschen RPG. Mit Rätseln. Ja, gut, und dann ist das nichts für mich. Steuerhinterziehung. Ja, Action-Adventure-Game. Okay. Komm. Ja, schade. Wusste niemand? Hätte mich auch gewundert. Aber dass Leute im Chat das wussten, was zu, die haben noch gegoogelt. Ja, voll viele. Krass. Ja, aber tausende von Brains, also. Ja, Mann. Und ihr habt nur 4. Na, nicht ganz. Ich würde jetzt nicht hier aufrunden. 4,5. Nee, das ist abgerundet. Was? das ist noch weiter aufgerundet, meine ich. Ach Gott, mein Gehirn. Also ich bin auf jeden Fall das Halbe. 3,5 Paul. Danke. Komm, Matti. Muss ich wählen, ja? Ja, aber Leute, ich sag's nur nochmal als Hinweis. Ich habe gerade meine Eltern hier reingelassen, ne? Also das wäre schon gut, wenn ich gewinne. Nur so, damit ich hier stolz rausgehen kann. Ja, da muss dadurch sehr viel falsch beantworten jetzt, glaube ich. Guck mal, dann geben wir dir doch mal die Gelegenheit, dann nehme ich Orwum 600 und schick Dalu in eine Kaffeepause, sorry. Ich hab den noch übrig. Dann geh ich jetzt. Ciao, Kakao. Immer Spaß. Orwum 600, ja? Sehr gut. Erste Sekunde. Das ist doch schon wieder so ein Nintendo-Ding, das kann ich doch hören. Oh, scheiße, wie heißt das? Es gibt... Ich weiß es! Es gibt Theme-Songs und Musik und Dinge, die hört man und man weiß genau, dass man die kennt, aber man kann es nicht zuordnen. Oh, fuck! Und ich glaube, das ist genau so, ne? Nein, ich weiß es safe! Ich weiß es safe! 3 Sekunden. Ja, ich weiß es! Wie heißt das Spiel jetzt? Weiß ich sogar, welches Spiel das ist. Ding mit den... Scheißname. Wie heißt das? 5. Ja, jetzt weiß doch jeder. Leute, ich kenne das doch. Wie heißt denn das Spiel? Ja. Ich kenn's nicht. Wie heißt das? Das muss einem doch einfallen. Ihr könnt's beide falsch raten, ich kann's mir dann erschließen. Was haltet ihr davon? Mann, du hast einen Garten, so. Da gibt's verschiedene Blumen und die ballern auf Zombies. Ja! Was ich hier höre, ist enttäuschend. Du hast voll... danke, dass du es gesagt Bitte. Hast mit ja. den Blumen, weil es ist Plants vs. Zombies. Ist es das? Warum habe ich nicht schneller gebuzzert gerade, Mann? Plants vs. Zombies. Und Max gibt Paul 600 Punkte. Ja, bedank dich bitte. Danke. Hätte ich Henno mal mehr vertraut, Alter. Das ist auch das schlimmste Gefühl, wenn man genau weiß, was man hört. Ich wusste, oder man weiß, dass man es kennt, aber man weiß auch nicht, was heißt. Ey, das habe ich auch gesuchtet, warum auch immer. Ja, weil es ziemlich geil war. Wegen dem geilen Nachbarn auch. Ja, das allgemein auch der Shooter davon war später ganz gut. Ja. Es gibt einen Plants vs. Zombies Shooter. Ja, Garden Warfare. Also wurde leider von Teil zu Teil immer ein bisschen schlechter, aber der erste war wirklich gut.
Na, ich meine, wenn es eine Rübe gibt, die Steuerhinterziehung macht, gibt's auch das, ne? Also. Ah. Scheiße. So. Dann geht's hier alles Gemüse. Dalu. Synchronsprecher 600. Synchronsprecher 600. Gib ihm. Das ist die letzte Frage mit normalem Punktewert. Geil. Jetzt etwas, ne? Oder jemanden, was auch immer. Ja, ein Spiel erraten, oder? Ja. Okay. Spiel, bitte. Nicht Charakter, gut. Brauchst du das genaue Spiel oder das Franchise? Franchise. The Last of Us. Oder? Ja, absolut dieser, richtig. Dieser Sound von diesem. Was ist das? Ja. Wie nennen die Game? Also, die egal was du gesagt hattest, du hättest mir jetzt beide Spiele geben können. Die Klicker gibt's logischerweise in beiden Games. Stark. The Last of Us. Ja, ich war mir nicht sicher, ob die gleich klingen bei beiden Teilen. Stark. Aber ja, dass das jetzt keiner erkannt hat, finde ich krass. So. Synchronsprecher. Ja, vielleicht ist der Titel, ne? Irgendwer mit einer so ein Studio. Ich glaube, das war eher ein Foley-Artist, aber ist okay. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich finde das gut, wie eure Gehirne funktionieren. Wie ihr die Kategorie genannt? Nee, ich hätte sie genauso genannt. Alles richtig. Ja. Ich bin auf deiner Seite. Ich finde das gut, wie eure Gehirne funktionieren. So 20 Jahre alte N64-Spiele. Ah ja, das weiß ich sofort, aber sowas, was eigentlich jeder kennt. So. Ich habe Last of Us nie gespielt. Ich wollte gerade sagen, man erinnert sich an Duschen-Games, ne? Wäre mir jetzt zu lang, glaube ich. So. Reden wir jetzt vom ersten oder vom zweiten? Dafür gehst du ins Kino. So eine Experience. Timoji 300, bitte. Bin ich überhaupt dran? Timoji 300. Ja, ich glaube schon. Ja, du bist dran, Paul. Okay, wen haben wir denn mit? Okay. Max und Martin. Jetzt wird der Spieß mal umgedreht hier, ne? Martin, komm. Okay. Das wird wieder komplett easy, Paul. Wie immer. Ja. Okay. Ach, okay, das ist wirklich einfach. Sag das nicht. Je einfacher es ist, desto mehr kann man sich blamieren. Sag, es ist super schwer. Das ist so Emoji-Leute halten ja, da kommst du nie schwer drauf. Warte, ich muss einen richtigen Emoji finden. Die dürfen nicht reden, dachte ich. Doch auch. Ja, ihr dürft auch nicht mehr reden. Ich rede, Voice damit gehört ihr nicht redet. Ich höre einfach nur Henno reden. Beim nächsten Mal mache ich so einen zweiten Voice-Channel und schiebe ich mir mal raus, die Emojis reintappen müssen. Ich bin mir noch nicht sicher. Kannst du noch was machen? Ja, klar, gerne. Kannst du noch wirklich. Warte. Meinst du es jetzt ernst? Ich brauche mehr. Ich habe drei in der engeren Auswahl. Achso, ich darf ja gar nicht sagen. Sorry. Ja, die anderen haben jetzt auch nochmal. Ist ja in Ordnung. Ja, jetzt, man kann ja mal so ein bisschen was sagen. Machst du noch was, bitte? Also, ich weiß nicht, was ich dir sonst noch bieten soll. Ein bisschen sehr eindeutig. Ein Timer für Emojis habt ihr. Nee, das würde nur verwirren, wenn ich noch was dazu mache. Es gibt nur zwei eindeutige. Sorry. Es gibt nur zwei eindeutige und dann sollst du nicht raten? Warte. Komm, ich nehm das. Es reicht das? Also. Ja. Und jetzt hätte ich gerne auch eine Eingabe. Oh, Moment, ich bin Oh nein! Ich wollte noch. Oh nein! Okay. Timer ist schon durch. Tut mir leid. Was ist denn das? Ich wollte so interessant. Nimm mir das! Dreimal gewechselt. Aber es ist halt nicht eindeutig. Naja, aber. Das Offensichtlichste halt. Was ist denn das Offensichtlichste? Das Bekannteste. Ja, das hab ich. Ach, ja, sehr gut. Sehr gut. Ihr habt einfach ein paar Dinos reingemacht, ne? Den Satz mit dem Bekanntesten. Das war ich ja schon nach dem Timer. Man würde meinen, man kommt. Dann glaube ich, habe ich es falsch. Wenn man Dinos sieht, denkt man natürlich direkt an Jurassic Park, ne? Ja. Ja, aber doch nicht bei Videospielen. Da denkt man doch an Monster Hunter. Ja, nein, Martin, ich hatte da erst Jurassic Park, dann Jurassic World. Aber Ark ist doch ein viel bekannteres Spiel als Aber Jurassic wieso World gibst Evolution. Du mir denn nicht einen Bogen Es tut mir oder leid, sowas. Wir haben unfassbar viel Monster Hunter gespielt und da jagt man ganz oft Dinos. Ja, aber Monster kein Bronto, oder? Ich habe extra kein T-Rex genommen. Wir haben, Martin, wir haben was richtig. Ich wollte noch überlegt, Steine daneben tun. Ja. Hättest du das dann gewusst? Ja. Ich habe überlegt, ob ich einen Pinguin dazu mache. Da war die Zeit schon abgelaufen, weil der Typ ja direkt den Timer drückt. Ja, ich war ja gar keine Zeit für Kunst. Ja, scheiße. Ich hatte genug Zeit für ein Emoji. Danke, Herr Quizmaster. Bei Jurassic World denke ich an so ein Theme-Park-Spiel.
Aber ich weiß, wie der Chat das sieht. Wenn ich an Videospiele denke und Dinos, bin ich direkt so arg. Mandalukat ratet. Der ratet, wo Köln liegt. Der ratet einfach mal ein Dino-Spiel. Ey, Moment, ich wollte und er punktet trotzdem. Arg! Warte, das war falsch. Sorry, ich muss hier. Nee, das war richtig. Und wer hat noch gemacht? Weil es sind doppelte Punkte, das habe ich gerade gemacht. Marty vergessen. Und ich. Das sind doppelte Punkte, das ist aber schön. Da hole ich ja richtig auf hier. Ach, bei, im Vergleich zu Dalu. Was ist. Ja, die waren schon doppelt. Okay, Flo, dann macht Manuel die Punkte vielleicht einfach wieder richtig. Dann hab ich gerade. Ihr verliert gerade nochmal ein paar Punkte. Ihr hattet schon doppelte Punkte anscheinend. Bin ich mir nicht sicher. Max, gib mir die nächste Frage. Ja, in die 400. In die 400. So Joker kriegen wir nicht mehr, so Kaffeepause und Risiko und so, ne? Nee, Dano hat seinen Joker noch. Schade. Dano hat seinen noch. Die Frage, ja, die ich für euch habe, ist... Werfen. Ein Mann Entwicklungsstudio. Daniel Mullins Games ist für welchen 2021 erschienenen Indie-Hit verantwortlich? Da war's im Kopf, Indie-Hit. Aber ich weiß nicht. Ich muss ja nicht. Daniel Mullins. Oder Mullins, ich weiß es nicht. Kannst du einen Tipp geben? Also... Nein, mach keinen Tipp, weil ich weiß es. Ich weiß hätte ich auch nicht gemacht. Wie hieß das? Das war in meiner Top 10. Wie hieß das? Das ist wieder mit diesen Plants, das ist Zombie-Scheiß. Also dieselbe Situation, meine ich. Ich werde hier noch. Ich gehe sofort pennen, wenn ich zu Hause bin. Ich kann das nicht. Gib mir mal einen Timer. Mich das fertig. Das macht mich so sauer. Es ist doch nicht. Ich möchte raten. Ja, raten könnte ich. Also, nee. Jetzt der Timer ist ja vorbei. Das Spiel, was so aussieht wie Darkest Dungeon. So ein bisschen. Nein. Das ist das Spiel mit den Karten. Ja, das meine ich. Ich finde, das hat so einen ähnlichen Vibe. Echt? Das ist nicht voll düster? Hä? Das ist Inscription. Ah! Inscription. Ach, Mann. 800 Punkte. Mann, hier muss ich punkten. Es ist zum Mäusemelken. Ja, die habe ich nicht, ja. Also, das ist doch das, wo sich zwei Leute gegenüber sitzen. Man sieht so ein bisschen die Hände und so. Genau, ja, ich finde das mit Darkest Dungeon. Das erinnert mich visuell vom Weiter. Nur weil es auch dunkel ist, oder wie? Nee, das erinnert mich einfach daran. Ich hätte es halt gewusst. Ne? Dann ja, aber du hast keinen Squad. Du hast keinen physischen. Also, du hast Karten. Vom Stil, also nicht mal vom Gameplay, habe ich gesagt. Ach so, du meinst so der Zeichenstil, so, das Artwork. Ja, das so. Okay. Vom Stil. Ich dachte jetzt, weil es dunkel ist. Nee. Okay. Ja, das stimmt. Martin. Boah, nehmen wir doch mal GeoGamer 300, ganz entspannt. GeoGamer 300, ganz entspannte. Kennt ihr diese Karte hier? Boah, die kenne ich. Sehr gut. Okay, da war ich schon mal. Da warst du schon mal. Mein Lieblingsspiel. Okay. Kenne ich besser als Köln. Ähnliche Frage hatten wir in einem der letzten Brainlags schon mal, aber da war Dalu, glaube ich, gar nicht dabei. Es geht hier nämlich um Folgendes. An welchem Ort in der Kluft findet man von Spiel zu Spiel ein kleines Entlein? Ein was? Ein kleines Entlein? Ja. Eine Ente? Fertig, mach Timer. Nee, ich mache hier gar keinen Timer. Komm, gönn doch mal. Jetzt gönnst du keinen Timer. Aber wenn ich am Emoji-Basteln bin. Das ist doch nicht wahr. Gönn es keinen Timer. Gibt's das hier auch noch? Oh, das ist auch ein guter. Oder da. Nee, der sieht auch schön aus. Der ist gut. Da ist hübsch. Ja, Falco, was soll ich sagen? Mann, ich hab diesen. Scheiße. Baso, ich muss an Basos Antwort denken. Jetzt gebe ich hinterher mal. An Basos Antwort? Also, wenn hier jetzt wieder einer reinlackt. Baso, dann. Die hatten wir schon mal. Ducky. Und es ist locked. Ich glaube, das war. Guck mal, wo ihr euch ungefähr aufhaltet. Ich habe keine Ahnung, ich hasse Leak so sehr. Ja, okay, da ich war relativ nah dran, ja? Ja. Oh mein Gott. Also, wenn, ihr wart schon, es war ein guter, Ansatz war, dass die Ente im Wasser spawnt. Ja? Bei Marty ist die Ente. Oh, das wäre voll schlau gewesen, ne? Moment, wo ist Martys Marker? Okay, wo ist ich habe irgendwo hingesetzt, ich habe doch keinen Plan vom Liegen, Mann. Ja.
Das war. Ja, also. Das war knapp. Stand jetzt, finde ich. Enten und Wasser, ne? Kann es jeden treffen. Weil irgendwo da halt. Genau. Die Ente spawnt, also wo die Ente spawnt. Aber ich glaube, die Kameraeinstellung rumläuft. Die Prime League startet immer darauf zu Matchbeginn. Immer. Das stimmt, ja. Wenn Ducky. Die spawnt, dann sind die Observer immer drauf. So, oh, Ducky. Ja, ja, oh, da ist Ducky. Richtig, und die spawnt hier. Boop. Deutlich weiter links. Oh. Deutlich weiter links und damit ist... Das ist doch ein Witz, ganz ehrlich. Da war genau ein Joke. Genau darauf war mein Marker. Ich war zuerst genau drauf und bin dann weggegangen. Warst du aber auch mal irgendwo beim Harry? Ja, ich war im Top River noch. Weil ich erinnere mich nur, ich kenne Ducky gar nicht. Baso hatte letztens einen Screenshot von Bucky gesehen bekommen und hat direkt gesagt League of Legends. Und das war der einzige Grund, woran ich mir gemerkt habe, wo die ungefähr war. Richtig. Das war im ersten oder zweiten war es, glaube ich. Ich bin so am Ende. Was ist das? Das ist ein Easter Egg, was manchmal einfach spawnt? Oder ja, was die hat, glaube ich, irgendwie so eine 20% Spawnrate und in jedem fünften Spiel oder so spawnt diese Ente halt und schwimmt dann kurz so durch den River am Anfang vom Spiel und guckt halt, tschüss. So, das war's. Na Mensch, wir haben was gelernt, ne? Ja. Ich kann nicht mehr. Erst zwei Ring-Scheiße mit dem Schwert, dann die Essener-Kacke, jetzt das, dann ins... Plants vs. Zombies, gebe ich ihm die Tipps. Dann Inscription, komme ich auf den Scheißnamen. Ich krieg Nerven zusammen. Also wirklich, das sind Tausende von Punkten, die hier ins Land ziehen. Und der macht seine Kamera zu und geht zwischendurch. Das ist doch scheiße. Aber ne, es gibt ja noch zwei Fragen und die sind auch doppelt so viel wert. Sprich, ja, unter dann, euch dreien ja. Ist, kann ich ja noch voll ist aufholen. Schon ein bisschen was auf. Ja, für Dalo wird's schwierig. Okay, wer ist dran? Ich würde sagen, Punkt ab jetzt verzehnfacht, oder? Machen wir es ein bisschen spicy. Ich bin dran. Also? Weiß ich nicht. Dalo ist dran, richtig. Also wir wollen Ohrwurm für 500, aber ohne Paul. Was bist du für ein Arzt? Du wolltest allen mit absprechen, dass ihr mir den Joker gebt. Ja, dann bin ich gespannt, Paul, ob du den hier kennst. Du darfst leider nur nicht antworten. Sorry. Erste Sekunde. Ich hoffe, du weißt es, Paul. Du wirst ja immer gemeiner. Naja, ich hoffe, das ist dein Lieblings. Du kriegst direkt mal drei. Ja, das ist halt hier das, was jetzt neulich rauskam, ne? Dieses mit dem Wind und ja, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Aber das ist safe, das mit dem. Ja, jetzt irgendeiner kommt jetzt drauf. Hahaha. Hä? Das ist doch. Hendrik, schreib mir eine WhatsApp, ich könnte so aufs Handy schielen. Vielleicht klappt es so auf. 10. Ja, es hindert jetzt nichts. Wind! Dieser. Und dann. Können wir Henno den Punkt geben? Er tut mir leid. Ja, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil. Was für Wind denn? Was, ja, das ist so ein. Hä? Okay. Also, das ist so. Also, du buzzerst nicht? Was hast du denn gesagt? Naja, dieses Spiel. Nicht, ne? Nee, ich weiß den Namen nicht. Du weißt den Namen nicht. Okay. Nee, ich weiß den. Ja, ach! Aber ich weiß das Spiel! Also glaube ich. Beschreib mal, ja, was ist also das? Also du spielst so einen Samurai, glaube ich, und tigerst da halt durch das feudale Japan und super viel mit Thema Wind und ja. Das mit den Füchsen und so, wie hieß es denn? Third Person. Ja, aber also Sekiro ist das ja nicht. Und nein, Ghost of nee, das andere. Ghost of Tsushima ist aber auch alt, oder nicht? Ghost of Tsushima. Also ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, tatsächlich. Ghost of Tsushima ist, glaube ich, 2019 oder 2020. Also nicht gerade erst, aber naja, nicht zu alt. Sowas wie mal, was ist denn mit euch? 2020 ist gerade erst. Das ist, da bin ich schon ganz. Ja, also jetzt halt nicht im letzten Jahr, sondern. Es gut, ist krass. So. Punkte jetzt, ziehen ins Rand. Jetzt geht's jetzt los. Jetzt geht's um die Wurst. Kann ich noch meinen Joker nutzen? Du kannst deinen Joker noch nutzen, ja. Wie viel gibt der denn? Du forderst jemanden raus und dann könnt ihr zwischen 100 und 600 Punkten wählen. Wer darf wählen? Durchschnitt aus beiden, der um den wird gespielt. Also ich, Dalu, ich habe eh schon alles verloren, Dalu. Ich fordere Marti raus. Hey. Aber Marti, ich fordere dich nicht raus, weil ich hier
sondern damit, weil da hast du noch eine Chance, ranzukommen. Ja, gucken wir mal. N64-Thema? Nee. Oder so? Ist es nicht. Erstmal sagt ihr mir bitte, ob ihr für 100, 200, 300, 400, 500 oder 600 Punkte spielen. Ja, 600, oder? 600, also? Ja, ja. 600. 600. Okay. War das mit dem Wind, Ghost of Tsushima? Ja, das war es mit dem Wind, das stimmt, ja. Ja? Ja, hast du ja, nicht im Kopf. Dalo und Marty. Ich kann auch nur 600 verlieren, ne? Oha, Animation. Uah. Damn. Ja, das ist ein Pre-Made. Ne? Das muss ich hoffe, machen, wir prügeln uns jetzt nicht wirklich. Da gibt es sich immer extra viel. Oh, ich darf anfeuern, ja! Assassin's Creed Titel der Hauptspielereihe. Oh, Marty. Zählen eben jetzt auf. Dalu kann auswählen, wer anfangen muss, ob er selbst anfängt oder ob Marty anfangen muss. Das ist ja übel geil. Ich fange an. Der Erste, der eine falsche Antwort oder keine Antwort gibt, nachdem der Timer abgelaufen ist, fliegt raus. Ich fange an. Okay. Ja. Das ist ja übel geil. Ich wünschte, du hättest mich herausgefordert. Assassin's Creed Black Flag. Genauso hätte ich gemacht. Ja, toller Start, wirklich. Genauso. Oder ich hätte das mit V genommen. Assassin's Creed Valhalla? Hieß ja, stark, das letzte? Stark. Oh nein. Assassin's Creed Unity. Boah. Ja, das hatten wir vorhin. Gut. Du schon mal raus. Moment. Ich. Damals auf der PlayStation 3, Florenz, ich sehe es vor meinem inneren Auge, wie hieß die Scheiße? War es Florenz? Es gibt so viele, es ist gelogen. Ey, ich habe halt Assassin's Creed schon vor Ewigkeiten irgendwie abgeschworen, ne? Das entwickelt sich in eine ganz komische Richtung, das Spiel. Es gibt. Oh, jetzt eine Antwort von dir. Es gibt. Ja, es gibt ja auch 10 Millionen, ne? Also muss man auch sagen, es gibt ja wirklich... Irgendwas... Vielleicht... Drei. Vielleicht auch gar keinen... Zwei. Assassin's Creed Brotherhood. Vielleicht gibt es eins, was so heißt. Es heißt! Ja. Es gibt eins, was so heißt! Brotherhood ist richtig. Dann nehme ich natürlich... Assassin's Creed. Ich wollte gerade sagen, wieso sagt das keiner? Oder eine Zahl danach oder so. Eine Zahl danach. Sag eine Zahl. Einfach eine Zahl. Kommt, was kommt nach 1? Ja, aber bei Assassin's Creed, die haben ja nein. Ja, nicht überdenken, nicht einfach raus. Ey, bist du gegen oder für mich? Ich habe absolut keine Ahnung. Hey, du bist doch dran. Ja, vielleicht versuchst du mich auch zu verwirren. Das kann sein. Ja. Das wäre schlau, weil du könntest mich noch einholen, ja. vielleicht mit irgendwie was Asiatisches. Alter, hey, was? Hallo! Max will unbedingt mitspielen, glaube ich. wollen wir mal alle drei gegen Dalu machen? Ich finde, das ist fair. Nee, Martin, ich brauche von dir eine Antwort. In, ja. Okay, Assassin's Creed 2. Es tut mir leid, ich komme nicht auf den anderen Teil. I'm sorry. Okay. Das ist jetzt wild. Weil die Reihenfolge der Titel nimmt mich schon gut hops. Ich sehe da nämlich nach der 2 was anderes stehen. Assassin's Creed 3. Das ist mein Lieblingsteil. Oh! Das ist da absolut schlau, dass zwischen 1 und 4 auch noch 2 und 3 sein muss. Ich würde behaupten, da kamen sogar 3 dazwischen, aber 1 war für PSP. Wie hieß denn dieser pissige Teil, der in Florenz gespielt hat? Den habe ich gespielt auf der PlayStation 3. Es war eine schöne Zeit. Wie hieß denn dieser verfickte Assassin's Creed-Teil? Ach, ich kenne noch einen. Ich glaube, das war die Wortwahl, bitte. Also, Entschuldigung. Ich spiele in Venedig. Eine Antwort. Und ich kenne noch eins. Achso. Eine ganz schreckliche Reise gibt es. Ich helfe dir jetzt weiter, ja? Ich geb als nächstes kommt der schlechteste Teil. Hallo, ist das in Ordnung? Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Das, was du meinst, ist Assassin's Creed 2 tatsächlich. Ja. Schade. Vielleicht versuchst du von den Neuesten so ein bisschen nach hinten zu denken. Darf ich einen Tipp geben? Ihr wollt mich hops nehmen, dass nach Valhalla noch 2 kam? Das war doch erst letztes. Ja. Oh, jetzt eine Antwort. Assassin's Creed 4. Hatten wir schon, ist Black Flag. Hat sie aber auch nicht gesagt, sie hat nur nachgedacht. Sie wollte jetzt noch eine Antwort geben. Ach so. Ja, guck mal, in Ägypten hat er auch Teil gespielt. Ist raus, ich krieg keine Antwort. Und dann sind wir drin. In Griechenland. Dalu hat mit 30 den letzten Punkt geholt, so. Aber wir hätten noch ein paar gehabt. Aber hätt's 5 noch gegeben? Origins. Odyssey. Dann Revelations ist das schlechteste Assassin's Creed. Da fing die Scheiße an.
Das ist falsch geschrieben, es ist eigentlich was Rogue, ist denn würde ich von ausgehen. Und was? Rogue. So, und was dann war das für die PSP? Spiel doch diesen Krempel, sag mal. Das ist doch seit 10 Jahren out, Mann. PSP. Syndicate, und dann kommt jetzt bald raus, Mirage. Und es gibt schon das, was danach kommt? Ach, die rauskommen, Infinity. Gelten auch dazu. So, aber es gibt auch Bloodlines und das fehlt da. Ha! Ja, das ist anscheinend dann kein Teil der Hauptspielereihe. So. Der wurde in dem Assassin's Creed Wiki nicht mit aufgezählt. Ja, aber das da steht alle, Assassin's Creed Titel. Ja, hättet ihr Bloodlines gewusst? Ja, also nicht den Namen, aber nein. Das gibt es. Assassin's Creed. Ja, für die scheiß PSP. Assassin's Creed. Moment, also Assassin's Creed hat zwei Teile schon angekündigt, die sind schon weiter, die sagen nach Mirage kommt. Ja, die haben in so einem, weiß ich ja, nicht, hatten eine Präse und da haben die gesagt, und Mirage und haben die vorgestellt, auch. Ruhe, Mirage haben die vorgestellt, das ist glaube ich im Iran oder so, und haben dann auch gesagt, dass die so ein Hub irgendwie rausbringen und Assassin's Creed dann so eine Reise durch die Geschichte wird und in diesem Hub, in diesem Infinity, ist es so mehr so wie eine Dienstleistung quasi, wo die ganzen neuen Titel dann dazukommen oder die Orte. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden, aber das wurde schon angekündigt. Ja. Ich habe eine Meldung. Was? War nicht Rogue und Unity, kam nicht auch zeitgleich raus? Oder Unity und Syndicate? Irgendwas war ich, doch da. Keine Ahnung. Ich habe Assassin's Creed 2 gespielt und 1 und dann war auch raus. Die drei Teile waren sagen, Assassin's Creed 2 und dann war raus, ne? Wenn man viele Titel davon liest, kenne ich sie. Also so Unity, Syndicate, Origins, Odyssey, ja, wäre ich nie drauf gekommen. Also Syndicate kenne ich noch. Nee, ja. Vom Hören her, klar, habe ich alle mal gehört, aber... So Black Flag war ein guter Opener. Der Film ist auch richtig beschissen. Ich fand das so gut, dass es wirklich Assassin's Creed Brotherhood gibt, weil ich wusste nicht, dass es ein Spiel gibt, was so heißt. Ich dachte mir nur so, oh, da geht's in die Brotherhood, ich versuch das ja, mal. Ja, das war ist die Erweiterung vom Ich hab auch eine Meldung. Synchronsprecher 400. Sehr gut, Martin, toll, das nehmen tut mir so leid. Nee, alles gut. Ich bin überrascht, dass ich überhaupt so viel zusammenbekommen hab. 10.000 haben wir auch noch nicht bisher. Noch, ganz ehrlich. Ja, verändern sich natürlich mal ein bisschen, aber 10.000 ist eine Ausnahme. Kann noch höher sein. Ja. Letzte Frage. Synchronsprecher 400 für 800 Punkte. Sagt ihr mir bitte, wer hier spricht. Mann, ich war zu langsam. Ich hab auch beim ersten Mal drücken, klappt es nicht. Ich schwör's euch. Das ist wichtig für dich, Henno. So, das Spiel, ne? Nicht der Charakter. Ja, das Spiel! Oh mein Gott, ich denke mal. Ja. Das zweite Mal. Das Spiel. Ja, Stardew Valley, richtig? Nein, es gibt ja nämlich noch dieses andere. Nein, Animal Crossing! Aber welches Animal Crossing? Animal Crossing oder Stardew Valley? Nein, Animal Crossing. Ich verwechsel die immer, tut mir leid. Animal Crossing ist wichtig und richtig. Es ist Isabelle in jedem Teil, soweit ich weiß. Und damit liegen wir richtig. Ich dachte aber auch, dass es wäre Tom Nook. Ich habe auch gesagt, wer ist das? Hört man die Stimme raus? Wer soll das sein? Aber ich habe ja nie nach einem Charakter gesucht. Ja, du hast recht. Ich habe die Frage ein bisschen unfair gestellt. Aber war ja bei jeder Frage dasselbe. Genau, das war ja bei jedem Synchronsprecher. Nee, ist schon richtig. Aber ich habe wieder so, wer spricht hier? Synchronsprecher? Okay, wer ist das? Tom Nook. Ja, damit sind wir durch. Wir haben ein bisschen überzogen. Das hat sich... War ein bisschen länger haben wir überhaupt, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Das war so nett eigentlich. Können wir den anderen Joker noch spielen? Können wir den anderen Joker noch spielen? Wir hängen den anderen Joker noch ran. Ja, sorry, Leute. Ich hab... Wenn ihr kurz noch Zeit habt. Ja, Battle zwischen Paul und mir. Chat, wie geht's? Ja, gut, komm, machen wir so. Ich bin seit 25 Minuten nicht mehr da. Okay. Ach du. Ach ja, stimmt. Scheiße, Top jetzt meine N64 Games. Ja, es ist sehr viel N64, das stimmt. Ja. Ne? Also aber wirklich, das ist also das ist für alte Leute gemacht hier, ne? Also. Max, du darfst. Nee, hier sind ja auch Leute, die meisten sind ja über 30. Ja, los. Gib ihm. Hier. Super Smash Bros. Ja, 64 heißt das, ne? Weiß ich nicht, das heißt aber nur Super Smash Bros. Ich sag Super Mario 64. Ja. Hier, Mario Party, was war das? Ja, was war das? Mario Party reicht, oder? Mario Party ist falsch. Und, was? Moment, stopp, er hat noch was gesagt. Was denn? Er hat Zöndige, er hat Mario Party 3 gesagt.
Okay, ja, aber Mario Party ist immer falsch. Ist immer falsch? Was? Ich bin Mario Party ist immer falsch. Dann muss ich ja jetzt nur noch eins sagen, das ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das ist richtig. Und damit hätte Paul jetzt gewonnen, aber wir schieben jetzt Marty einfach weiter mit rein. Kein Mario Party? Mario Party ist nicht mehr drauf. Soll ich jetzt ein N64-Game sagen? Ja. Alter, ich hab die PlayStation 2 war meine erste Konsole. Okay, nicht weil ich so krass jung bin, aber weil ich mich später angefangen habe, so, ne? Es gibt ja noch eins, was jeder von uns weiß. Irgendein Zelda-Teil. Zelda. Noch ein? Vorhin doch. Aber ich glaube, ne? Besser. Ocarina of Time habe ich schon, ne? Deswegen. Zelda. Wie hießen das in Gold? Ja, das. Majora's Mask hatten wir damals. Aber Majora's ich weiß, Mask ist falsch. Ja. Na gut, oh, sorry. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. 100%ig, so. Das kam mit einer Konsole. Mario Kart 64. Ja. Mario Kart 64. Donkey Kong. Donkey Kong 64. Paul. Ach so. Ich spiele jetzt drei Leute gegen dich gerade. Ach so. was gab's denn noch für. Turok 2. Nee, Turok nicht? 2 ist ganz falsch. Schade. Leider Wars. Hier. Ach so. Ja! Was? Lilith Wars. Star Fox 64. Ja. Hat einen anderen Titel, ne? Ja, ist dasselbe Spiel. Bin ich? Yes, nee, Paul, ne? Nee, alles gut. Genau. Gibt noch ein paar Games, die. F-Zero? F-Zero ist auch nicht drauf. Banjo-Kazooie. Umgerate. Ja. Banjo-Kazooie ist tatsächlich das letzte Game auf der Liste. Das stimmt. Hä, aber was ist denn auf dem dritten Platz? Die letzten zwei Titel kriegt ihr nicht. Ein Titel, der ist sehr, sehr bekannt und wurde zusammen mit einer Konsole verkauft. Deswegen ist es sehr weit oben. Wahrscheinlich das ist GoldenEye. GoldenEye, ja. Das hätte man aber kriegen können. Oh, lol, klar. Ja. Das, der, die kriegt noch ein Remake. Das ist der N64-Titel neben Super Mario 64. Ja. Und dann haben wir als letztes Diddy Kong Racing. Kann man nachgucken, was Mario Party 3 hat? Weil Henno hat 3 gesagt. 3 war dieser unglaublich krasse Mario Party-Titel. Und ich dachte, der steht ja nicht ganz so. Mario Party-Titel sind alle so irgendwo zwischen 10 und 20 gewesen. Ja, es gab halt so aber viele. Nicht auf der 11. Auf der 11 war, glaube ich, Majora's Mask. Mario Party 3 war das Beste. Ich glaube, das hatte jeder gehabt. Ja, safe. Ich hatte nur den ersten Teil. Krass, ich war mir ziemlich sicher, dass das drauf ist. Krass. Also, ja, Na gut. Ja, hab doch gut gemacht. Aber der ging ins. Boah, ey, das war richtig anstrengend, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Wow. Das war auch die längste Folge bisher. Normalerweise gehen die so 1,5 bis 2 Stunden. Wir sind mit 3 jetzt ein bisschen drüber. Ein bisschen, das ging das in 10 Minuten war das. Minimal cool. Drüber, aber es hat Bock gemacht. Ne? Timoji hat einfach ein bisschen mehr Zeit gefressen, denke ich. Aber war ein bisschen mehr Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war arschwitzig. Ich muss jetzt wegrennen. Paul, renn gerne weg. Danke, dass du dabei warst. Paul, mach's gut. Grüß deine Eltern. Mach ich, ciao. Ja, wir haben Marty auf dem letzten Platz, aber nicht weit abgeschlagen von Max und Paul. Ihr habt sogar geteilt am Ende mit 4-8, ne? Ja. Und Dalu mit 10.400 Punkten. Aber auch so lucky teilweise. Das mit Köln, ne? Ich wollte wirklich Köln hitten. Ich dachte so, ja, Köln, das muss ja. Aber Köln und Essen sind ja auch. Also Köln und Essen kannst du ja rüberlaufen, oder nicht? Die sind doch nah beieinander, oder nicht? Ja, genau, deswegen habe ich auch so knapp daneben gelegen, Martin. Also wenn ich wüsste nicht mal, wo ich hinklicken musste, mich Köln treffen. Das ist für mich immer alles hier irgendwo im Westen. Ja, aber habt ihr sehr gut gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat richtig Bock gemacht. Das war richtig geil. Geiles Quizformat. War super geil. Dankeschön, ja, wir arbeiten immer so ein bisschen dran. Wir kriegen auch ein neues Design, aber erst im nächsten Jahr leider. Das dauert ein bisschen. Also allein die Technik dahinter finde ich voll krass. Richtig geil. Ja, wir arbeiten immer so mit Mods, haben immer so unseren Brain-Call jede Woche und versuchen jede Folge so ein bisschen rumzuschrauben, ein paar Sachen reinzumachen. Timoji habe ich gestern die Idee gehabt und hat Flo, derjenige, der das entwickelt, über Nacht quasi noch Timoji reingemacht. Das war sehr cool. Boah, Respekt, Grüße an Flo. Und ist Bock. Ja, geile Sache. Timoji war lustig. Karl auch sehr viel mitgeholfen. Ja, vor allem auch mega kreativ, so finde ich. Ja. Finde ich auch. Also kann man generell halt übel viel machen. Ne? Man braucht immer Leute, die es irgendwie umsetzen können. Und, Among Us. Ich spiele jetzt noch Among Us. Das war ein paar Kometen abstechen, ne? Ey, du hast einen Astronaut. Das guess what? Dankeschön, Blaze. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ihr mit mir überzogen habt. Jo, danke für den Invite. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war super. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Euch auch. Tschüssi.